Stefan, können Sie uns bestätigen, inwieweit es doch zwei Kleinflugzeuge gewesen sein müssen, die ins World Trade Center eingeschlagen sind? Ja, soweit die Informationen jetzt vorliegen, sind es zwei Flugzeuge gewesen. Ein größeres Flugzeug, das in den linken Tower eingeschlagen ist, und dann wenige Minuten danach ein kleineres Flugzeug. Das ist eine Information, die von einer Augenzeugin bisher bestätigt werden konnte. Was über die Herkunft der Flugzeuge sagen? Darüber ist im Moment noch Unklarheit. Die Behörden sind momentan auf dem Weg in den 80. Stock, wo der erste Einschlag stattgefunden hat, und versuchen herauszufinden, Informationen herauszufinden über die Herkunft der Flugzeuge. Aber so darüber ist soweit noch nichts bekannt. Es gibt sogar Spekulationen hier, dass der erste Einschlag ein absichtlicher Einschlag war. Das heißt, das Flugzeug ist auf das World Trade Center zugesteuert. Aber diese Spekulationen sind nicht bestätigt. Inwiefern können Sie uns denn bestätigen, dass selbst die Wall Street jetzt evakuiert wird, aufgrund der Tatsache, dass natürlich durch die Explosion das komplette Viertel vollkommen abgeriegelt werden muss? Die Leute stehen unten auf der Straße. Der ganze Block ist von der Polizei abgeriegelt. Und dass die Wall Street abgesperrt ist, kann ich nicht bestätigen, aber wenn die Sicherheitsmaßnahmen hier weiter so anspielen, dann wird das nur noch eine Frage der Zeit sein. Können Sie uns denn schon etwas sagen zu den Menschen, die sich im Bürogebäude zu diesem Zeitpunkt aufgehalten haben? Gibt es darüber Spekulationen? Das ist im Moment nicht zu sagen. Darüber habe ich keine Informationen. Können Sie uns denn was zu den Rettungsaktionen sagen? Die Rettungsaktionen sind im vollen Gange. Man hat also Feuerwehr-Einsatzwagen von mehreren Teilen der Stadt zusammengezogen, die jetzt im Moment auf dem Weg zum World Trade Center sind. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, auch aus der Luft Rettungsmaßnahmen zu starten? Was man gesehen hat jetzt auf den ist, dass kleinere Flugzeuge kreisen über dem World Trade Center. Es ist nicht klar auszumachen im Moment, ob das schon Rettungsflugzeuge sind oder andere Passagierflugzeuge. Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit Rettungsmaßnahmen aus der Luft geben, die im Moment organisiert werden. Sie haben es eben angesprochen, dass es eben die Spekulation und die Vermutung gibt, dass der erste Einschlag des ersten Flugzeuges in eines der beiden Zwillingstürme absichtlich geschehen ist. Gibt es dazu mehr Hintergrundinformationen, aus welcher Ecke es denn, wenn dann, denn tatsächlich sein, so sich so bestätigen sollte, kommen könnte? Das ist, wie gesagt, also der absichtliche Einschlag ist, die Theorie ist aufgekommen, nachdem eine Augenzeugin berichtet hat, es hätte für sie so ausgesehen, als hätte das Flugzeug absichtlich auf den Turm zugesteuert. Ob das bestätigt werden kann und ob das tatsächlich der Fall war, kann im Moment niemand sagen. Kommen wir nochmal auf die Herkunft zu sprechen. Also gibt es denn mittlerweile vom Flughafen Tower, irgendwelche näheren Informationen zu der Herkunft der beiden Flugzeugmaschinen? Im Moment ist alles hier im Chaos, sowohl die, was die Rettungsmaßnahmen betrifft, und was die Informationen betrifft, bezüglich aus welcher Richtung das Flugzeug gekommen ist, wo es hergekommen ist und ob es eine Erlaubnis hatte, über dem World Trade Center zu fliegen. Also im Moment kann man darüber noch nichts sagen, aber ich bin sicher, in den nächsten 20 Minuten, in der nächsten Stunde werden wir darüber mehr erfahren. Stefan Müller, uns ereilen natürlich auch sehr widersprüchliche Meldungen. Unter anderem erfahren wir gerade, dass es sich bei der zweimotorigen Maschine, die als erste in das World Trade Center eingeschlagen ist, um eine 737 handelt. Können Sie das in irgendeiner Form bestätigen? Ich habe darüber keine Informationen. Es hieß nur, die Augenzeugin, von der ich vorhin schon sprach, hat nur davon gesprochen, dass es ein größeres Flugzeug war und ein kleineres Flugzeug. Von einer 737 ist hier nicht die Rede.
Mhm. Können Sie uns etwas vielleicht die Situation in New York, in diesem Viertel beschreiben, wie es jetzt dort momentan angesichts dieser dramatischen Bilder sich im Moment dort zugeht? Die Leute stehen am Fuße des World Trade Centers und blicken fassungslos nach oben. Es ist ein Riesenlärm hier. Es kommen Feuerwehr, Einsatzwagen aus allen Richtungen. Die Polizei sperrt das Gelände ab. Und die Leute haben Angst. Also man kann an den Gesichtern der Leute sehen, dass sie sich fürchten und dass sie ungläubig nach oben schauen. Der rechte Tower des World Trade Centers hat ein riesiges Loch, das sich fast über diese ganze Breite der Vorderfront hinzieht. Und ein fast gleich großes Loch sehen wir auf der linken Seite. Schwarzer Rauch steigt auf und auf der linken Seite sieht man sogar meterhohe Flammen. Inwiefern, Stefan Müller, muss man denn sogar befürchten, dass das World Trade Center einstürzen wird aufgrund der Explosion, die sich ereignet hat? Danach sieht es im Moment nicht aus. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gehabt, mit den Sicherheitsbeamten hier darüber zu sprechen. Dann gehen wir doch nochmal Vorschlag an die Regie zu Alexander Privitera in Washington. Vielleicht kann Alexander Privitera uns die Nachricht bestätigen, dass es sich bei der zweimotorigen Maschine um eine 737 handelt. Alexander Privitera? Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, aber es scheint sich, scheint tatsächlich so zu sein, dass es sich um eine 737 handelte. Auf jeden Fall, die zweite Maschine soll eine kleinere Maschine gewesen sein. Und wir sehen es ja auch in den Bildern, es sind ja zwei Explosionen gewesen und beide Türme sind davon betroffen. Zum einen der Turm, der im 18. Stock vom Flugzeug gerammt wurde. Und dann, wir sehen es in den Bildern auch, ich kann Ihnen leider nicht sagen, welches Stock es ist, aber eine zweite Explosion am zweiten Turm auch. Das sind die Informationen, die wir zurzeit haben. Die ganze Gegend den World Trade Center ist weiträumig oder wird gerade weiträumig abgesperrt. In mehreren Kilometern Umkreis soll keiner mehr in diese Gegend gelangen. Einige Augenzeugen sprachen darüber, dass durch diese sehr, sehr wuchtige Explosion im Umkreis von Kilometern es auch Fenstersplitter gegeben hat, die mittlerweile auch in anderen Gegenden von Manhattan auf der Straße liegen. Und wie wir bereits vorhin sagten, die Stadt ist schockiert und die Menschen sind alle fassungslos auf der Straße. Und es ist natürlich sehr, sehr merkwürdig, dass es innerhalb von wenigen Minuten zwei Explosionen gegeben hat und dass zwei Flugzeuge in die Türme in den World Trade Center geflogen und explodiert sind. Alexander, da drängt sich natürlich die Frage auf, auch wenn es im Moment sich dabei nur um Spekulationen handelt, wenn es eben diesen Umstand gibt, dass zwei Kleinflugzeuge in das World Trade Center einschlagen, inwieweit ist es da nicht naheliegend, dass es sich bei dieser Explosion um einen bewussten Anschlag auf das World Trade Center handelt? Es kann sich natürlich auch um Probleme bei den Fluglotsen handeln, nicht? Es sind nun mal nur Spekulationen im Moment. Wir können wirklich nicht behaupten hier, dass es sich mit großer Sicherheit um ein Attentat oder gleich um zwei Attentate handelte. Es kann auch so sein, dass es andere Probleme gegeben hat. Aber wie gesagt, im Moment sind das einfach nur Spekulationen. Es ist natürlich merkwürdig, dass es zwei Explosionen gegeben hat, dass ausgerechnet zwei Flugzeuge explodieren im World Trade Center. Und es ist naheliegend, dass die Spekulation aufkommt, dass es sich möglicherweise auch um Attentate handelte. Aber also, wir sollten uns noch nicht aus dem Fenster lehnen und versuchen, jetzt schon festzustellen, ob es sich um ein Attentat oder festzulegen, ob es sich um ein Attentat handelte oder nicht. Dann Alexander Privitera in Washington für den Moment, denn wir schalten noch einmal telefonisch zu Stefan Müller nach New York. Herr Müller, haben Sie mittlerweile nähere Informationen auch zum Zahl der Opfer und Toten, die es bei dieser Flugzeugkatastrophe gegeben hat?
Nein, darüber habe ich noch keine Informationen, aber es kam eine interessante, noch unbestätigte Meldung der Associated Press gerade eben herein, dass das FBI vor wenigen Minuten eine Untersuchung begonnen hat, dass diese beiden Flugzeuge tatsächlich absichtlich in die beiden Tower hineingeflogen sind. Es ist sogar die Rede davon, dass eines der Flugzeuge gekidnappt wurde, dass eines der Flugzeuge gehijackt wurde auf dem vor dem Anflug. Diese Information stammt aus einer Meldung der Associated Press, ist aber bisher vom FBI nicht bestätigt worden. Wenn es dann schon solche Spekulationen in der Form gibt, gibt es denn dann auch Informationen darüber, woher diese Flugzeuge tatsächlich gekommen sind? Nein, darüber gibt es leider noch keine Informationen. Aber wie gesagt, diese Meldung der Associated Press kam gerade rein und wenn das FBI diese Untersuchung bestätigen kann, dann heißt es auch, dass es sich hier um einen terroristischen Anschlag handelt und nicht um einen Unfall. Können Sie uns denn was zu dem aktuellen Stand der Rettungsmaßnahmen noch sagen, Herr Müller? Wie gesagt, das ist im Moment sehr schwierig. Das ganze Gelände ums World Trade Center ist weiträumig abgesperrt und wir Journalisten haben es sehr schwer, so nah, wie wir gern wollten, an die Sache heranzukommen. Deshalb ist es sehr schwierig, zu diesem Zeitpunkt etwas über Anzahl von Toten und Verletzten zu sagen. Inwiefern kann man denn ausschließen, dass tatsächlich, wir haben es vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, es sind gewaltige Explosionsbilder, die wir hier sehen. Und da drängt sich natürlich schon die Frage auf, kann das World Trade Center bei diesem gewaltigen Druck, der durch die Explosion entsteht, überhaupt standhalten? Wie wir vorhin schon angesprochen hatten, die Port Authority Behörden, das ist die Behörde in New York, die für die Sicherheit dieser Wolkenkratzer, eben auch des World Trade Centers, verantwortlich ist, ist auf dem Weg zum 80. Stock, wo der erste Einschlag stattgefunden hat, um herauszufinden, ob statisch das World Trade Center gefährdet ist. Mit anderen Worten, ob Einsturzgefahr besteht. Und wir haben keine Meldung gehört, dass eine solche Einsturzgefahr momentan bestehen würde. Aber muss man sich jetzt New York nicht quasi im Ausnahmezustand vorstellen? Wird das Gebiet nicht weiträumig evakuiert werden müssen aus sicherheitstechnischen Gründen? Ja, das wird so sein und das ist eine Maßnahme, die im Moment auch schon organisiert wird. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt in alle vier Himmelsrichtungen, ist die Polizei ausgeschwärmt und versucht, Schaulustige davon abzuhalten, näher ans World Trade Center zu kommen. Das hat natürlich auch einen Nachteil für uns Journalisten, weil es unsere Arbeit momentan sehr erschwert. Bricht dann auch nicht so etwas wie Panik aus? Ergreifen die Leute nicht freiwillig die Luft angesichts der gewaltigen Explosionen und Rauchentwicklung, die wir dort sehen? So schnell wie möglich das weiterzusuchen. Sie dürfen die Gelassenheit der New Yorker nicht unterschätzen. Natürlich ist man hier geschockt, aber in New York sind außergewöhnliche Dinge an der Tagesordnung und die Leute sind auch in solchen Notfallsituationen relativ ruhig, reagieren gelassen auf die Anweisungen der Polizei und tun alles, um das Chaos nicht noch zu vergrößern, indem sie in Panik geraten oder gegen die Anordnungen der Polizei verstoßen. Aber es gibt ja wahrscheinlich irgendwo einen Erfahrungswert. Wie viele Leute werden sich denn, es hat sich ja unmittelbar um kurz vor 9 Ihrer Zeit heute Morgen diese Explosion ereignet. Wie viele Menschen werden schätzungsweise im World Trade Center zu diesem Zeitpunkt gewesen sein? Ich denke, dass der Zeitpunkt war, was die Gefahr für die im World Trade Center arbeitenden Menschen betrifft, fast ein glücklicher, weil die Bürozeiten, genau wie in Deutschland, beginnen hier auch um 9. Und da der Anschlag kurz vor 9 war, kann man davon ausgehen, dass das World Trade Center
dass nicht alle, die im World Trade Center arbeiten, schon an ihrem Arbeitsplatz waren. Das heißt, in Bezugnahme auf mögliche Verletzte oder Tote, dass wir diesbezüglich wahrscheinlich nicht sehr hohe Zahlen erwarten müssen. Vielen Dank für den Moment, Stefan Müller in New York. Und wir gehen noch einmal zu unserem USA-Korrespondenten Alexander Privitera nach Washington. Denn wie ich gerade erfahren habe, Alexander, haben Sie Neuigkeiten? Also die Nachrichtenagentur AP, Associated Press, meldet, dass das FBI Ermittlungen aufgenommen hat über eine Entführung mindestens einer Maschine. Also das würde natürlich, wenn diese Meldung stimmt, würde das natürlich bestätigen, dass es sich möglicherweise doch um ein Attentat handelte. Das FBI hat angeblich laut AP Ermittlungen aufgenommen über die Entführung mindestens eines Flugzeuges. Also es scheint wohl so zu sein, dass mindestens ein Flugzeug im Laufe des frühen Morgens wohl entführt wurde und dass dieses Flugzeug möglicherweise irgendetwas mit diesen beiden Explosionen zu tun hat. Ob es tatsächlich so ist, dass dieses entführte Flugzeug, das noch gesucht wird, in den World Trade Center geflogen und explodiert ist, ist noch unklar. Aber diese Informationen würden doch darauf schließen lassen, dass es sich möglicherweise doch um ein Attentat handelt. Alexander, haben Sie mittlerweile auch Informationen zur Anzahl der Opfer, geschweige denn Toten? Leider nicht. Es ist alles noch relativ chaotisch, so gut wir es natürlich aus Washington auch beurteilen können, in New York. Die Informationen, die uns erreichen, sind natürlich Informationsfetzen, wenn man sie so beschreiben darf. Es ist alles noch relativ chaotisch. Die Rettungsmannschaften befinden sich in der Gegend natürlich, die jetzt erstmal weiträumig abgesperrt wird. Wie viele Menschen sich tatsächlich, und Stefan Müller hat es ja auch bereits nochmal gesagt, sich innerhalb des Gebäudes befanden, ist unklar, aber wir können davon ausgehen, dass es sich um mehrere Tausende von Menschen handelte. Wie viele Menschen sich im 18. Stockwerk und in den Stockwerken in unmittelbarer Nähe des Ortes der Explosion befanden, ist unklar. Aber also ich glaube nicht, dass es weniger als einige hundert waren. Alexander, es heißt ja, dass die Wall Street evakuiert wird. Inwieweit muss man sich vorstellen, dass komplett dieser Stadtteil von New York evakuiert wird? Also sprich auch die Bewohner und Anwohner in unmittelbarer Nähe des World Trade Centers. Sicherlich. Also die ganze Gegend im Umkreis von mehreren Kilometern wird abgesperrt. Und wir wissen, wie Manhattan aussieht. Es ist nicht so, dass man es machen kann, ohne viele Menschen zu zwingen, die Gegend zu verlassen. Genau das passiert gerade. Aber es sind so viele Menschen im Einsatz im Moment, dass es keine leichte Aufgabe ist. Alexander, inwiefern, wir haben es vorhin schon mal mit Stefan Müller kurz angesprochen, muss man sich auch ernsthafte Gedanken und Sorgen machen, dass das World Trade Center aufgrund dieser gewaltigen Explosionen, die stattgefunden haben, überhaupt stehen bleiben wird? Ja, das World Trade Center hat ja bereits eine Geschichte von Attentaten hinter sich, falls es sich tatsächlich um ein Attentat handeln sollte. Es gab ja bereits eine enorme Explosion vor Jahren. Und das World Trade Center steht immer noch. Es ist klar, es ist ein sehr, sehr stabil gebautes Gebäude, oder beide Gebäude sind sehr, sehr stabil gebaut, Stahl und Beton. So wie wir es von hier aus beurteilen können, und wir sind weder Architekten noch Ingenieure, scheint es nicht der Fall zu sein, dass die Struktur so beschädigt ist, dass es zum Einsturz kommen könnte. Aber wie gesagt, wir sind sicherlich nicht die Experten. Inwiefern können Sie denn aufgrund der Tatsache, dass sich ja immer mehr Spekulationen darum bewegen, dass das FBI untersucht, inwiefern eine dieser beiden Maschinen gehijackt worden ist, dass es sich dabei der eine Maschine um eine Boeing 737 handeln soll? Es könnte nicht Boeing, 737, es könnte gut sein,
Sisyphon, die Frage ist natürlich, wenn es sich tatsächlich um eine Passagiermaschine handelte und wenn diese Passagiermaschine nicht gehijackt worden wäre, wie könnte es dann sein, dass eine 737 einfach zum Instrument eines Attentats wird? Wenn es aber tatsächlich so ist, dass es zu einer Entführung gekommen war im Laufe des Morgens, dann kann es natürlich sein, dass diese Maschine gezielt benutzt wurde, um dieses Attentat auszuführen. Also das ist natürlich die Überlegung im Moment. Gesehen, und ich denke, er wird gerade an die Nation sprechen. Und ich denke, wir sollten ganz kurz reinhören, was George W. Bush denn zu sagen hat. Ja. In an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Der amerikanische Präsident den Opfern und den Familien sein Mitgefühl ausgesprochen. Und er sprach ganz eindeutig über ein Attentat. Im Studio begrüße ich Guido Schmidtke, meinen Kollegen. Guido, wenn es tatsächlich ein Attentat war, wissen Sie, können Sie uns Näheres sagen, wie das geplant sein muss, dass überhaupt so eine Maschine, wenn sie denn vorher entführt werden soll, so zielgerichtet, war das dann zielgerichtet, ins World Trade Center einzuschlagen? Also ich würde schon davon ausgehen. Ich glaube nicht, dass es sich hier um einen Unfall gehandelt hat, denn erstens ist der Süden Manhattans und dort sind die World Trade Center Tower gesperrt für den Luftverkehr. Darüber hinaus gibt es ganz klare Einflug- und Abflugschneisen und das World Trade Center liegt nicht in diesen Schneisen. Und ich kann mir ganz einfach nicht vorstellen, dass eine Maschine so sehr außer Kontrolle gerät, dass sie dann aus Versehen oder als Unfall in diese World Trade Center hineinstürzt. Da muss man dann auch noch betrachten, dass ja zwei Maschinen jeweils einen der Tower ins Visier genommen haben und in den Tower hineingestürzt sind. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass möglicherweise vielleicht beim ersten Fall es ein Unfall hätte sein können, aber nicht, dass zwei Maschinen im Abstand von 18 Minuten auf einer Route, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, dann in dieses Gebäude hineinkrachen. Also für mich hat das schon den Anschein, dass es mehr nach einem Anschlag aussieht als nach einem Unfall. Die Frage ist nur, wenn man tatsächlich eine Maschine entführt, wie man es schafft, dass die Piloten in dem Moment, wo sie entführt werden, auch tatsächlich auf diese Tower, auf dieses Gebäude zusteuern, um dort hineinzufliegen. Das ist für mich noch eine Frage, die muss man klären, wenn es denn tatsächlich so gewesen sein sollte. Na gut, also George W. Bush sprach ja gerade ganz eindeutig von einem Attentat und dass sie die Täter ausfindig machen wollen. Hat denn in einem solchen Moment die Flugsicherheit überhaupt eine Chance, wenn Flugzeuge halt auch in einer verbotenen Zone eintreffen, irgendetwas zu tun? Natürlich hat sie die Chance, zumindest zu warnen, aber auf einem Gebiet über New York, wo sehr viel Luftbewegungen stattfinden, ist es natürlich sehr schwierig für die Fluglotsen in der Kürze festzustellen, dass sich ein Flugzeug von dem normalen Flugweg wegbewegt und dann auf einen Weg sich begibt, wo es eigentlich nicht zu suchen hat. Die Fluglotsen können das höchstens noch realisieren. Sie haben die Möglichkeit, die Maschinen werden mit einem sogenannten Sekundärradar überwacht und dort sieht man bestimmte Zeichen dann auf dem Radarschirm und für den Fluglotsen. Wir haben gerade nochmal eben den Einschlag der einen Maschine gesehen. Also wenn man sich das anguckt, dann muss man sagen, dass es da auch nicht nach einem unkontrollierten Absturz aussieht, sondern es sieht so aus, als ob die Maschine wirklich direkt auf das Gebäude gelenkt wird und ganz gezielt in den Tower hineingeflogen ist. Guido, wenn es sich dabei um eine Boeing 737 handelt, wie viel Platz hat normalerweise diese Maschine, von der ja im Moment darüber spekuliert wird, dass sie vorweg gekidnappt worden sei? Wie viele Menschen haben Platz in einer solchen Maschine? Also das variiert, weil es gibt unterschiedliche Muster des Typs 737. Das können von 100 bis 250 bis 300 Passagiere gewesen sein, wenn die Maschine denn komplett ausgebucht war. Also das sind schon größere Maschinen, die hier auch in Deutschland von der Lufthansa eingesetzt werden im Linienverkehr. Und wenn es sich denn tatsächlich um eine Entführung gehandelt haben sollte, dann muss man wohl auch davon ausgehen, dass noch zahlreiche Menschen sich in dem Verkehrsflugzeug befunden haben.
Weiß man denn mittlerweile schon etwas über die Identität des zweiten Flugzeugs? Also zumindest bei der ersten sagt man jetzt, mittlerweile verdichten sich ja immer mehr die Hinweise, dass es tatsächlich sich dabei um eine Boeing 737 gehandelt haben soll. Was ist mit dem zweiten Flugzeug? Also angeblich soll es sich bei dem ersten Flugzeug um eine zweimotorige Kleinmaschine gehandelt haben. Diese Maschinen sind natürlich von jedem Piloten überall zu chartern und das wäre nicht das größte Problem, solch eine Maschine irgendwo zu mieten, um sie dann für so einen Selbstmordanschlag zu verwenden. Bei der 737, wie gesagt, da wird es schon schwieriger, da muss ich dann ja erst einmal ins Cockpit und ich muss die Piloten auch auf welche Art und Weise auch immer zwingen, diesen Kurs einzuschlagen auf das Gebäude, um dann dort direkt hineinzufliegen. Es sei denn, bei den Entführern oder bei den Attentätern handelt es sich tatsächlich um Piloten, die sehr wohl in der Lage sind, solche Maschinen zu steuern und ganz gezielt auf das Gebäude zu fliegen. Sollten sich die Hinweise verdichten, müssen wir ja fast davon ausgehen. Aber kommen wir nochmal auf die Flugsicherheit zu sprechen. Also weil Sie sagten, dass man in diesem Raum im südlichen Teil von Manhattan diesen Luftraum sowieso nicht überfliegen darf. Was wirklich hat die Flugsicherheit oder in dem Fall auch die Sicherheitskräfte überhaupt für eine Chance, irgendwie noch eingreifen zu können? Also sie haben keine Möglichkeiten. Gar keine, wie gesagt, der Luftverkehr über Manhattan, über New York, der ist sehr dicht. Sehr viele Maschinen fliegen die Flughäfen dort an, starten auch wieder und verlassen die Flughäfen. Und die Flugsicherung kann höchstens noch wahrnehmen, dass sich die Maschine auf einem Kurs befindet, wo sie nicht zu suchen hat. Aber selbst wenn sie das dann realisiert, hat sie keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Man könnte natürlich den Piloten warnen und bei einem ganz normalen Vorfall, sprich bei möglichen Problemen mit der Maschine, wird dann der Pilot auch antworten und sagen, dass er eine Notlage in der Luft hat und dementsprechend würde dann sofort reagiert. Aber die würden ihm dann auch sofort den Hinweis geben, dass er diese Flugroute so schnell wie möglich verlassen muss, weil er sich halt über dicht besiedeltem Gebiet befindet und das Risiko, dass es denn tatsächlich zum Absturz kommt und dann die Maschine in den Stadtteil kracht, Manhattan sehr eng besiedelt und sehr stark frequentiert zu dieser Zeit, das wäre viel zu groß, dass dann sehr viele Menschen ums Leben kommen würden. Vielen Dank, Guido Schmidtke, für den Moment, denn wir sind nun telefonisch mit meinem Kollegen von Bloomberg, Michael Storfner, verbunden in New York. Michael, Sie waren auf dem Weg zur Arbeit, die Wall Street ist evakuiert. Wie haben Sie dieses tragische Unglück erlebt? Also ich war schon in der Börse drin und plötzlich hieß es, das World Trade Center brennt. Wir sind dann alle nach draußen auf die Straße gelaufen und das Erste, was wir gerochen haben, war Rauch. Der Rauch, der kam bis zur Börse, die ja ungefähr so 500, 600 Meter vom World Trade Center entfernt ist. Papierfetzen flogen durch die Luft, die durch die Explosion aus dem World Trade Center sich im gesamten Finanzdistrikt verteilt hatten. Leute waren auf der Straße, der Broadway, die Bürgersteige waren knallvoll. Alle schauten nach oben, weil man sah die Rauchsäule, die dunklen Wolken. Und als ich auf der Straße war, war es erst der eine Turm, der Nordturm, der brannte. Es kamen richtig die Feuerzungen heraus aus dem oberen Teil des Gebäudes. Ich bin ein bisschen stehen geblieben, um die nächste Ecke gegangen und dann ein Riesenknall. Und was war das? Das war das zweite Flugzeug, das in den Südturm des World Trade Centers hineingeflogen ist. Man hört jetzt, ich bin ein bisschen weg vom Geschehen, man hört die Polizeisirenen. Am Ort selbst, am World Trade Center selbst, sind natürlich jetzt die Rettungskräfte. Das Problem ist, dass im World Trade Center zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Menschen bereits waren. Das ist ja ein Tagungszentrum, da sind sehr, sehr viele Büros. Und um 9 Uhr, als das passierte, waren die Leute natürlich schon da. Wie viele Menschen befinden sich denn zu dieser Uhrzeit, weil es ist ja kurz vor 9 Uhr ihrer Zeit in New York passiert, in diesen Bürogebäuden? Die Bürogebäude sind voll. Ich meine, man merkt es ja, wenn man morgens zur Arbeit kommt mit der U-Bahn. Die U-Bahn sind knallvoll. Die Leute fangen eigentlich schon an, um 7, um 8 Uhr zu arbeiten. Vor allem die ganzen Banken, Merrill Lynch, Deutsche Bank, all die sind ja auch in diesen Gebäuden untergebracht. Und da fängt man einfach schon relativ früh an zu arbeiten. Büros sind voll. Und vielleicht ist das eine Gute, dass vielleicht noch nicht jeder es geschafft hatte, ins Büro zu kommen. Als ich draußen war, sah ich ganz viele Leute in den Foyers der Wolkenkratzer, weil die kamen, natürlich nicht mehr rauf wollten und viele versuchten, aus diesen Gebäuden rauszukommen. Michael, wie weit können Sie denn etwas zum Umstand auf der Straße weiterhin sagen? Denn wenn man sich vorstellt, dass zwei Explosionen in diese Wolkenkratzer ereilt haben, werden ja auf Wrack und Gebäudeteile sich auf die Straße geflogen sein. Inwieweit sind auch Menschen, Passanten, die sich zu diesem Zeitpunkt des tragischen Unfalls auf der Straße befanden, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden? Also dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht so nah am World Trade Center dran war. Man kommt auch gar nicht mehr hin.
denn die Straßen sind sofort abgesperrt gewesen. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass sich im Vorfeld, da ist ja ein Plaza, da ist ein Brunnen, da sind viele Geschäfte auch, wo man sich noch mit das Frühstück holt, da sind Buchläden, da ist ja eine große U-Bahn-Station. Dort kommen die ganzen Pendler vor allem auch aus New Jersey, die jeden Tag hereinfahren aus diesem Bundesstaat, direkt neben dem Bundesstaat New York und der Stadt New York. Dort kommen ja alle an im World Trade Center, die große Busstation, all das ist dort unten. Und es ist natürlich so, dass sehr viele Leute auch zu dem Zeitpunkt unten auf der Straße waren. Michael Stauber, wir haben gerade die Meldung gehört, dass eine Palästinensergruppe, die sogenannte DLFP, sich zu diesem Anschlag bekannt hat. Wir haben vorhin schon gehört, George W. Bush, der amerikanische Präsident, sprach bereits in seiner Ansprache zur Nation von einem Anschlag. Nun gibt es wohl in der Tat ein Bekennerschreiben dieser Palästinensergruppe DLFP. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen, zumal Sie ja gerade auch auf dem Weg zur Arbeit waren und die Wall Street heute geschlossen bleibt, noch etwas zu den Rettungsmaßnahmen sagen? Denn es heißt jetzt in den Agenturen, die uns hier erreichen in den Meldungen, dass es über 1000 Verletzte geben soll. Also ich weiß nicht, ob Sie das mithören können. Ich bin hier ungefähr 500-600 Meter entfernt vom World Trade Center. Ich sehe von hier aus die Rauchsäule. Ich sehe Menschen, die auf den Häuserdächern stehen und in Richtung World Trade Center schauen. Und was ich vor allem von hier höre, ist ganz, ganz viele Sirenen, Feuerwehr und Polizei. Diese ganze Gegend ist abgesperrt, der U-Bahn-Verkehr ist natürlich unterbrochen. Und was auf der Straße los ist, die Leute sind super gestresst, man ist frustriert. Ich sah wirklich Leute weinen und in Richtung World Trade Center schauen, weil das ist natürlich auch ein Symbol, das ist die Wirtschaftsmacht Amerika. Diese Gebäude, die in den 70er Jahren gebaut wurden, das ist ein Wahrzeichen für diese Stadt. Also es ist schlimm und es ist schwierig, was im Augenblick hier passiert. Vielen Dank, Michael Stauber, für den Moment im Studio. Nun bei mir mein Kollege Thomas Spahn und uns ereilen wirklich furchtbare Meldungen. Es soll ein Anschlag nun mittlerweile auch im Pentagon stattgefunden haben. Das berichtet Sky News. Man hat mittlerweile wohl auch nähere Informationen zu der entführten Maschine, Thomas Spahn. Wie wir hören, soll die Maschine aus Boston entführt worden sein. Können Sie uns nähere Informationen dazu geben? Leider kann ich zu den Einzelheiten dieser grauenhaften Vorfälle nichts sagen. Das Auswärtige Amt hat noch keine eigenen Erkenntnisse. Mir hat man soeben am Telefon mitgeteilt, dass man mit Entsetzen die Fernsehbilder wahrgenommen hat, sofort den Bundesaußenminister in Kenntnis gesetzt hat, der sich Joschka Fischer hier in Berlin aufhält. Und man hat ein Krisenzentrum eingerichtet. Es gibt ein Lagezentrum im Auswärtigen Amt im Untergeschoss, das ohnehin für solche Fälle vorbereitet ist. Die Beamten dort sind im Einsatz, telefonieren mit dem deutschen Konsulat in Washington, sofern das momentan in der Krisensituation in New York möglich ist, um festzustellen, ob Deutsche betroffen sind. Denn es ist nicht auszuschließen, das ist eine der Touristenattraktionen von New York, dass Deutsche dort als Touristen sich aufgehalten haben, oder ob im World Trade Center auch deutsche Firmenbüros haben. Das ist man dabei derzeit zu prüfen, und zwar mit dem deutschen Konsul in New York. Gleichzeitig hat man die deutsche Botschaft in Washington angewiesen, Kontakte zu den amerikanischen Regierungsbehörden aufzunehmen, um zu erfahren, was hinter den Anschlägen stecken könnte. Und diese Informationen wartet man zurzeit ab, um überhaupt erst dann eine Bewertung dieses grauenhaften Vorganges vornehmen zu können. Es hat sich ja mittlerweile die Palästinensergruppe DLFP zu diesem Anschlag bekannt. Haben Sie nähere Informationen zu dieser Palästinensergruppe? Was für eine Splittergruppe ist die DLFP? Das ist aus deutscher Sicht wahrscheinlich außerordentlich schwierig zurzeit zu sagen. Es setzt sich nach diesen Bildern ja auch der Eindruck fest, das hat man mir noch, ich sage, unter dem Vorbehalt des Nachprüfens am Telefon gesagt, dass sich das, was dort passiert, ja nicht um einen Zufall gehandelt haben kann, sondern dass man den Bildern auch entnehmen konnte, gerade was das zweite Flugzeug anbelangt, dass es sich um ein gezieltes Attentat handelt. Auch wenn wir gehört haben, was US-Präsident Bush dazu zu sagen hatte vor wenigen Minuten, dann geht man von einem Attentat aus, auch im Auswärtigen Amt. Nur bewerten möchte man es derzeit noch nicht, weil überhaupt nicht klar ist, ob die Meldungslage tatsächlich auch belastbar ist, sozusagen. Ja. Also wir hören gerade, dass das Pentagon brennt. Es ist wirklich ein schlimmer und großer Katastrophentag. Wir haben bislang natürlich noch keine näheren Hintergrundinformationen. Es ist wohl jetzt mittlerweile bestätigt worden, dass eben auch das Pentagon mit von einem Anschlag wahrscheinlich tatsächlich brennt. Wir haben vorhin schon gehört von unseren Korrespondenten, sowohl Stefan Müller in New York als auch von Alexander Privitera, dass das FBI sich direkt eingeschaltet hat. Muss man sich den Krisenstab, so wie Sie ihn vorhin bezüglich des Auswärtigen Amtes hier in Berlin beschrieben haben, aus deutscher Sicht in etwa auch in amerikanischer Sicht vorstellen?
Der Krisenstab ist eine feste Institution sozusagen, der wird aber dann eingeschaltet, sozusagen in Arbeit gesetzt, wenn es tatsächlich eine Krisenlage gibt, die aus deutscher Sicht zu beurteilen ist. Das ist in der Tat eine Krisenlage und dort arbeiten jetzt Beamte und versuchen Informationen zu bekommen. Wenn es sich herausstellen sollte, was leider zu befürchten ist, dass auch Deutsche unter den Betroffenen sind, dann wird ganz sicher vom Auswärtigen Amt eine Hotline geschaltet werden, sodass man das Verwandte, Bekannte dieser möglichen Betroffenen sich dort melden können. Das wird man dann in den nächsten Stunden erfahren, sicher auch natürlich über uns. Dieser Krisenstab ist normalerweise mit wenigen Leuten besetzt, weil die Weltlage ja nicht immer so krisenhaft ist wie zu diesem Zeitpunkt. Jetzt aber wird er wohl aufgestockt werden durch Beamte, die sich auf diesem Fachgebiet auskennen. Das heißt also, es wird sicherlich werden hinzugezogen Nahost-Experten. Es werden Experten, die diese Terrorgruppen seit langem beobachten, hinzugezogen werden. Es werden Konsularexperten hinzugezogen, die Fälle dann der entsprechenden Kontaktaufnahme mit betroffenen deutschen Opfern klären können, soweit das möglich ist. Wir erfahren gerade, also dass eben der Krisenstab insofern zusammengetreten ist, dass jetzt eventuell das Pentagon, also ich sage noch einmal, eventuell das Pentagon auch ein Anschlag erfolgt ist und dass sogar jetzt mittlerweile das Weiße Haus evakuiert wird. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, Thomas Schwan, dass das Weiße Haus evakuiert ist, heißt das, dass weitere Anschläge im Moment in den USA befürchtet werden, dass dieses, wenn es sich denn bestätigen sollte, diese zwei Flugzeuge, die ins World Trade Center eingeschlagen sind, tatsächlich ein Anschlag, ein politisch motivierter Attentat war, dass man die Amerikaner befürchten, dass es heute vielleicht im Laufe des Tages sich noch kumulieren wird? Das Schlimme ist, es sieht alles danach aus. Wir sehen hier gerade, das Pentagon brennt und ich verzeihe Thomas Spahn, wir schalten jetzt natürlich sofort telefonisch zu unserem USA-Korrespondenten Alexander Privetera in Washington. Alexander, was haben Sie für Informationen, bitte? Alexander? Also wir sehen, dass es hier wirklich Rauchschwaden über dem Pentagon sind. Hallo? Ja. Alexander Privetera, das Präsidialamt wird evakuiert, hören wir. Das Weiße Haus soll evakuiert werden. Welche Informationen haben Sie in Washington? Hallo? Ich habe den Eindruck, dass Alexander Privetera uns zurzeit nicht hören kann. Frage an die G. Ich würde jetzt vorschlagen, wir basteln noch an der Telefonschalte. Also bislang, Alex Thomas Spahn, sind es unbestimmt. Jetzt hören wir gerade, also es ist wirklich nichts, also ich kann es kaum glauben. Ich höre gerade, dass ein Flugzeug abstürzt aufs Pentagon. Es soll ein Flugzeug auch auf das Pentagon abgestürzt sein. Thomas Spahn, gerät die Welt aus den Fugen? Das vielleicht noch nicht, aber es sieht alles so aus, als wären wir nahe daran. Zumindest sind das offensichtlich Terroranschläge in einem bisher ungekannten Ausmaß, zudem noch gegen eine Supermacht. Also bisher hat man von Selbstmordattentaten im Nahen Osten leider melden müssen. Jetzt wird eine Supermacht angegriffen und das ist natürlich eine vollkommen neue Qualität. Und das Ziel kann ja nicht nur sein, dass die USA werden sollen, sondern der gesamte Westen ist ja eng verbunden mit dem, was auch politisch die USA im Nahen Osten wollen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt aber reine Spekulation, dass der Druck, der jetzt auf eine politische Lösung im Nahen Osten entfaltet wird, dass der wesentlich größer werden wird und dass auch die Amerikaner sich nicht wie bisher unter der neuen Administration Bush sich entsprechend auch im Nahen Osten wieder präsent und zu Wort melden werden. Wir schalten jetzt noch einmal telefonisch, vielen Dank Thomas Schwan für den Moment, zu Stefan Müller, unserem Kollegen in New York. Stefan Müller, was haben Sie für neue Informationen? Bei uns heißt es, das Weiße Haus wird evakuiert, es sei ein weiteres Flugzeug auch auf das Pentagon abgestürzt. Was haben Sie für Informationen? Bezüglich Washington habe ich Informationen, dass das Pentagon im Moment evakuiert wird, weil dort ein Feuer ausgebrochen ist. Die Ursache des Feuers allerdings ist noch unklar. In New York gibt es neue Informationen bezüglich der geschätzten Opfer. Es greift hier eine Zahl, die sich um 1000 Opfer bewegt. Das ist eine Zahl, die ist im Moment noch unbestätigt, aber das sind die ersten Zahlen, die wir jetzt bekommen haben. Wir haben gerade die Information erhalten, dass es angeblich vor dem US-Verteidigungsministerium zu einer Explosion gekommen sein soll. Können Sie das in irgendeiner Form bestätigen? Sie reden jetzt von Washington? Ja. Ja, ich kann nur bestätigen, dass das Pentagon evakuiert wird wegen eines Feuers. Dass es eine Explosion war, kann ich nicht bestätigen. Aber die
Evakuierung ist wohl im Gange im Moment, die Evakuierung des Pentagons. Inwiefern hat sich denn die Situation in den Straßen von New York mittlerweile verändert durch die Rettungsmaßnahmen? Sind Passanten bei dieser Explosion auch zu Schaden gekommen? Können Sie uns was über die Zahl der Opfer und Toten sagen? Wie gesagt, also es gibt hier erste Schätzungen, dass bei den beiden Explosionen 1000, dass es 1000 Opfer gegeben hat, die sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude befunden haben. So langsam bekommt die Polizei und die Feuerwehr die Situation in den Griff. Es hat sich auch die Hektik auf den Straßen gelegt, weil die Leute langsam verstehen, was passiert ist und wo es passiert ist. Bei uns überschlagen sich die Meldungen, dass jetzt auf einmal die Palästinensergruppe, die DLFP, die sich ursprünglich angeblich zu diesem Anschlag bekannt hatte, dieses Bekennerschreiben wieder zurückgezogen hat. Und deshalb, Stefan Müller, vielen Dank für den Moment, denn wir gehen jetzt sofort zu unserem Israel-Korrespondenten Fritz Pfeiffer in Jerusalem. Fritz, was können Sie uns zu diesem Bekennerschreiben sagen? Was können Sie uns zu dieser Palästinensergruppe sagen, DLFP, die zum einen sich erst einmal zu diesem Anschlag bekannt hat und jetzt es halt wieder rückgängig gemacht hat? Fritz Pfeiffer? Auch da ist natürlich ist irgendwie scheinbar schwierig, die Telefonschalte aufrechtzuerhalten. Deswegen die Frage an die Regie, können wir noch einmal zu Stefan Müller nach New York gehen? Jetzt höre ich doch, dass die Schalte nach Jerusalem steht. Fritz Pfeiffer, noch einmal die Frage. Wir haben gehört, dass eine Palästinensergruppe, die sogenannte DLFP, zum einen sich zu diesen Anschlägen bekannte, ein Bekenner schreiben soll, im Umlauf gewesen sein und gerade eben erfahren wir, dass es wieder hinfällig sein soll. Was haben Sie für Informationen, Fritz Pfeiffer? Liebe Zuschauer, Sie werden das verstehen angesichts dieser Nachrichtensituation, dass es natürlich etwas schwierig ist, die Schalten aufrechtzuerhalten. Ich höre gerade von unserem Regisseur, dass wir nach Washington gehen können, zu Alexander Privitera. Alexander, mittlerweile soll das Bekennerschreiben der DLFP wieder zu sich, sollen es wieder zurückgezogen haben. Es heißt, das Weiße Haus ist evakuiert, es soll eine Explosion vor dem US-Verteidigungsministerium sich ereignet haben. Was für Informationen können Sie uns aus Washington geben? Also sicherlich wird das Weiße Haus evakuiert zurzeit. Es ist nicht klar, wieso. Aber was klar ist, ist, dass es eine Explosion gegeben hat im Pentagon, dass das Pentagon zurzeit auch evakuiert wird, dass ein kleines Flugzeug angeblich entweder in das Gebäude gestürzt ist oder in unmittelbarer Nähe des Gebäudes explodiert ist. Was auch klar ist, dass im Moment der Flugverkehr in den gesamten Vereinigten Staaten zum Stillstand gekommen ist. Keine Flugzeuge starten oder landen in diesem Moment in den Vereinigten Staaten. Es ist, die Nation ist quasi im Moment paralysiert. Und wir haben es ja auch gerade gehört vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, der diese Attentate verurteilt hat. Das ist die höchste Alarmstufe im Moment. Und es handelt sich natürlich, und wir wissen es mittlerweile um Attentate, ob es sich tatsächlich um die PLFP handelt oder nicht. Es wird sicherlich eine Unmenge von Bekennerschreiben geben in den nächsten Minuten und Stunden. Welche davon tatsächlich Urheberrechte auf diese Serie von Attentaten in den Vereinigten Staaten haben, wird sich erst später herausstellen lassen. Aber im Moment, dies ist die Lage, nicht nur New York, sondern auch Washington, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, der Regierungssitz, ist betroffen und im Moment, also wurde auch wieder betont mehrmals, dass der Präsident sich zwar persönlich nicht in Gefahr befindet im Augenblick, aber dass auch das Weiße Haus zur Stunde zum Teil oder gesamt evakuiert wird. Das ist die Lage im Moment. Es ist eine höchst explosive Lage, wenn man dieses Wort tatsächlich benutzen darf. Und nicht nur New York ist betroffen, sondern auch Washington D.C. Alexander, wie müssen wir uns das genau vorstellen? Wir haben vorhin von Stefan Müller schon erfahren, was für ein Ausnahmezustand sich auf einmal der Süden Manhattan befindet. Wie muss man sich das jetzt nun in Washington vorstellen? Und welche Art und Form von Krisenstab kommt dann zusammen, wenn sowohl man davon ausgehen kann, dass es ein Anschlag war, diese beiden Flugzeuge, die im World Trade Center in New York zur Explosion geraten sind, wenn es jetzt sogar auch zu vermuten ist, dass die Hauptstadt, also Washington, davon betroffen sein könnte? Also wir mit weiteren Anschlägen zu rechnen haben.
Also der Präsident hat es ja schon angedeutet, er wird sich in den nächsten Minuten oder befindet sich bereits mit seinen engsten Sicherheitsberatern und versucht jetzt zu verstehen und was als nächstes passieren soll, wie das FBI, wie CIA, wie die Streitkräfte, die amerikanischen Streitkräfte auf diese unglaubliche Serie von Attentaten tatsächlich reagieren können. Denn es ist ja wohl anzunehmen, dass sie alle in irgendeiner Form verbunden sind, und es ist auch anzunehmen, dass es sich hier um einen General, also stabsmäßig durchgeführten Attentatsplan gehandelt hat, der zu diesen Explosionen geführt hat. Was natürlich den Attentätern gelungen ist, nicht nur gelungen ist, mehrere Menschen zu ermorden, sondern auch tatsächlich dieses Land, also die stärkste Nation auf Erden, mit einer Serie von Terroristenattentaten im Moment zum Stillstand zu führen, zumindest was den Flugverkehr anbelangt. Und Sie können sich natürlich vorstellen, also nicht nur Manhattan ist im Chaos versunken, ja auch in Washington ist enorme Nervosität zu spüren, denn da es ja mittlerweile mindestens 3 Explosionen sind, die verursacht wurden in den letzten Stunden, befürchtet man natürlich, dass vielleicht die Attentatsserie noch gar nicht vorbei ist. Gibt es denn mittlerweile, Alexander, auch nähere Informationen zu dem angeblich entführten Flugzeug aus Boston? Ist das mittlerweile in irgendeiner Form vom FBI, die ja sofort in der Richtung Untersuchungen eingeleitet haben, mittlerweile bestätigt worden? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie? Ja. Inwiefern haben Sie nähere Informationen zu dieser Boeing 737, die von Boston aus entführt sein soll? Das FBI hat ja dahingehend gleich Untersuchungen gestartet. Inwiefern gibt es dazu mittlerweile schon bestätigte Informationen? Also das sind die Informationen, das scheint der Fall zu sein, aber hundertprozentige Sicherheit haben wir nicht. Aber wie wir sehen, dieses ganze Puzzle kommt ja langsam zusammen und wir beginnen ein klareres Bild zu haben der Lage in den Vereinigten Staaten, in Washington und in New York zur Stunde, was wir nicht genau wissen, ob es sich tatsächlich um diese Maschine handelt, diese 737. Es ist wohl anzunehmen, es ist natürlich nicht so, dass Entführungen einfach stundenlang unbeachtet und unbeobachtet bleiben. Deshalb dass das FBI sich in diesem Moment auf diese Maschine und auf diese Entführung konzentriert, ist sicherlich kein Zufall. Was noch völlig unklar ist, beispielsweise, was das für eine Maschine war, die das Pentagon überflogen und in der Nähe des Pentagons oder sogar im Pentagon explodiert ist. Augenzeugen berichten, dass es sich beispielsweise um eine kleinere Maschine handelte. Und wie Guido Schmidtke schon bereits in den letzten Minuten sagte, es ist natürlich schwerer, eine Passagiermaschine zu entführen, die man vielleicht brauchte, um eine größere Explosion zu verursachen. Es ist aber leichter, auch insbesondere in den Vereinigten Staaten, kleinere Maschinen zu mieten, mit denen man dann diese Serie von Attentaten tatsächlich fortführen kann. Alexander, wir hören gerade, dass sämtliche amerikanischen Flughäfen gesperrt sind für den Flugverkehr. Das habe ich auch gerade gesagt. Im Moment gibt es keinen Flugverkehr, keinen zivilen Flugverkehr in den Vereinigten Staaten. Alles ist um völligen Stillstand gekommen. Und Sie können sich natürlich vorstellen, was das bedeutet. Nicht nur für die Menschen in den Vereinigten Staaten angegriffen zu werden. Es hat bisher nur wenige Attentate. Dieses Land spricht zwar immer wieder von Terrorismus, aber dieses Land ist in der Vergangenheit meistens Zielscheibe von Terrorattacken im Ausland gewesen, nicht im Inland. Alexander, also ich höre gerade, dass CNN meldet, dass ein drittes Flugzeug ins Pentagon gestürzt sein soll. Können Sie uns das in irgendeiner Form verifizieren? Ich höre gerade, dass die US-Regierung es bestätigt, dass das der Fall sein soll. Ja. Können Sie uns in irgendeiner Form sagen, wie viele Tote und Verletzte es mittlerweile wahrscheinlich schon gegeben hat? Weil wir haben nur einen ganz kurzen Ausschnitt der Ansprache von George W. Bush gehört. Ja, es war auch eine sehr kurze Ansprache. Es war eine sehr kurze Ansprache. Ich glaube nicht, dass er weiß, wie viele Tote es im Moment gibt. Und
Ich ganz bestimmt nicht. Also es handelt sich sicherlich um mehrere hundert, aber wir haben noch keine genauen Zahlen. Und da die Attentatsserie auch noch nicht vorbei ist, versuchen im Moment auch die Sicherheitskräfte hier in Washington erstmal zu verstehen, ob diese Attentatsserie überhaupt schon abgeschlossen ist, ob es noch zu mehreren Anschlägen kommen wird. Und wie wir sehen, da es ja auch eine zweite Explosion im Pentagon gegeben hat, die Attentatsserie ist noch nicht vorbei. Es ist ein groß angelegter Angriff auf das Herz der Vereinigten Staaten. Nichts? Und im Moment geht es darum, erstmal zu verstehen, ob diese Serie noch nicht vorbei ist und ob man in irgendeiner Form jetzt tatsächlich diese Attentatsserie unterbrechen kann und deshalb auch die Unterbrechung aller zivilen Flüge in den Vereinigten Staaten im Moment, sodass alle Flugobjekte, die sich im Moment im amerikanischen Luftraum tatsächlich befinden, erfasst werden können von den Sicherheitskräften, um zu verstehen, ob es sich um in diesem Alexander, Fall feindliche Maschinen handelt. Alexander, wir sehen gerade die Bilder, die wirklich einen sprachlos und auch fassungslos machen, denn es ist davon auszugehen, wir sehen es gerade, dass das World Trade Center, das eines der beiden Zwillingstürme, doch in sich zusammengestürzt ist, aufgrund wahrscheinlich der Explosion durch das erste oder zweite Flugzeug oder vielleicht auch durch beide Flugzeuge. Das, was wir vor wenigen Augenblicken noch nicht für möglich gehalten haben, aufgrund der Informationen von Statiken, Schätzungen, denen man davon ausgegangen ist, dass dieses Gebäude trotz des Einschlags dieser beiden Flugzeuge nicht in sich zusammenbrechen wird. Insofern ist natürlich jetzt die große Frage, inwieweit auch der zweite Tower überhaupt noch stehen bleiben kann. Wie viele Menschen vor allen Dingen aufgrund der Tatsache und der Situationsbeschreibung sowohl von Michael Storfner als auch von Stefan Müller aus New York, zumal sich ja auch Schaulustige und Passanten in unmittelbarer Nähe befunden haben, jetzt durch diesen Zusammensturz des einen Towers eben auch in Mitleidenschaft gezogen sind. Aber Frau Newton, die große Frage ist im Moment, wie viele Menschen konnten die Sicherheitskräfte in den letzten anderthalb Stunden tatsächlich evakuieren? Also dass das Gebiet weiträumig, die Gegend weiträumig abgesperrt war, also es ist eigentlich davon auszugehen, dass Passanten zumindest nicht mehr sich in der Gegend befanden. Wir hoffen es zumindest. Aber na gut, aber Rettungskräfte werden davon betroffen sein. Entschuldigung? Rettungskräfte werden ja in unmittelbarer Nähe gewesen sein. Also nicht nur Rettungsmannschaften der Feuerwehr wahrscheinlich und sondern auch Polizisten einmal, die das Gebiet abgesperrt haben. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt das World Trade Center weitläufig ohne Menschen gewesen sein kann. Nein. Die Gegend, ich meine, abgesehen von den Sicherheitskräften, Sie müssen natürlich bedenken, dass der erste Schritt, der unternommen wird, weil in solchen Fällen ist, dass erstmal die Gegend weiträumig abgesperrt wird. Das bedeutet, die Menschen, die evakuiert werden können, die sich auf der Straße befinden, die werden erstmal alle entfernt. Das, was problematischer ist, ist erstmal die ganzen Menschen zu evakuieren, die sich innerhalb des Gebäudes befinden und innerhalb des Gebäudes entweder oberhalb des Stockwerkes befinden, wo das Flugzeug tatsächlich explodiert ist, oder unmittelbar darunter. Denn da ist es klar, das ist natürlich klar, dass die Struktur so beschädigt ist, dass auch die Evakuierung nicht mehr so einfach ist. Deshalb die Frage ist in diesem Moment, wie viele Menschen befanden sich überhaupt noch innerhalb des Gebäudes, als der eine Tower zusammenstürzte. Ja. Kommen wir noch mal auf die Situation in Washington zu sprechen, Alexander Privitera, aufgrund der Tatsache, dass sowohl das Weiße Haus und auch das US-Verteidigungsministerium, zumindest nach Agenturmeldungen, evakuiert wird. Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Also es sind ja nun ja doch mehr als nur 100 Menschen in diesen Ministerien beschäftigt. Gibt es da so einen Notfallplan, der halt öfter ausprobiert wird, oder wie läuft das tatsächlich ab? Es gibt einen Notfallplan man muss natürlich auch, wir müssen uns daran erinnern, insbesondere Pentagon und auch das Weiße Haus haben ja Bunker unterhalb des Gebäudes, die nicht so leicht angreifbar sind. Das bedeutet, das Personal, das von enormer Bedeutung ist in dieser Phase, wo natürlich die Sicherheitskräfte koordiniert werden müssen, wo die Antwort auf diese Attentatsserie formuliert werden muss, diese Menschen befinden sich in sicheren Räumen, die nicht von Flugzeugen angegriffen werden könnten, so leicht. Aber das Personal, das in dieser Phase nicht notwendig ist, nicht so notwendig ist, wird natürlich evakuiert und in andere Gebäude gebracht oder verlässt
die Gegend um das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist ja eigentlich ein Zwei-Gebäuden-Komplex. Das sind zum einen das Weiße Haus, wo sich der Präsident befindet, wo sich auch der Vizepräsident befindet, wo sich die nationale Sicherheitsberaterin befindet. Aber es gibt ja neben dem Weißen Haus noch ein großes Gebäude, wo die meisten Beamten, die im Weißen Haus tatsächlich beschäftigt sind, arbeiten. Diese Gegend wird zurzeit evakuiert. Nur das Personal, das im Weißen Haus bleiben muss, bleibt im Weißen Haus, aber die meisten Leute werden einfach entfernt. Und in dieser Phase konzentriert man sich nur auf eine Kerntruppe, die tatsächlich jetzt zusammensitzen muss, um die Antwort zu formulieren und vor allen Dingen um zu versuchen, diese Attentatsserie jetzt einzudämmen oder einfach zu unterbrechen. Ganz kurz, wir haben gerade die Information erhalten, dass der Zwillingsturm, der 411 Meter hoch ist, aufgrund der Explosion, die sich ereignet hat, muss der Stahl geschmolzen sein, dass dadurch der eine Zwillingsturm in sich zusammengebrochen ist. Aber kommen wir nochmal auf die Situation in Washington zu sprechen, Alexander Privitera. Was kann US-Präsident George W. Bush in diesen schweren Minuten seines Daseins, also für die ganze Nation, überhaupt leisten, um weitere Terroranschläge abwenden zu können? Also er persönlich wird natürlich informiert über die Lage und er muss letztendlich Entscheidungen treffen, falls seine engsten Berater schon Umrisse von Antworten wissen. Also die Frage ist tatsächlich, woher kommen, wer sind diese Attentäter? Wer bekennt sich zu dem Schreiben? Wer könnte tatsächlich mit diesen Attentaten etwas zu tun haben? Das ist die eine Sache. Und das bedeutet, dass jetzt die Informationen fließen ja jetzt. Wir sind in der Anfangsphase. Es wird nicht so schnell zu einer Antwort kommen. Aber es ist klar, dass der Präsident jetzt alle notwendigen Informationen braucht. Denn wenn es zu einer Antwort kommt, und man könnte sich vorstellen, dass es zu Vergeltungsschlägen kommen wird, irgendwann mal, dann braucht er alle notwendigen Informationen. Da muss er letztendlich die Entscheidung treffen, ob es zu Vergeltungsaktionen kommt oder nicht. Das ist die eine Sache. Das ist die eine Sache, sie wird auch länger dauern, würde ich mal annehmen. Was der Präsident aber jetzt in diesem Moment auch machen muss, und das hat er ja schon vor wenigen Minuten versucht zu machen in seiner sehr kurzen Ansprache, ist Präsenz zu zeigen, den Amerikanern zu zeigen, dass er die Ruhe bewahrt, dass er den Tod von so vielen Menschen zutiefst bedauert, aber dass er als Commander in Chief, als Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte, als Präsident der Amerikaner ruhig bleibt und jetzt Antworten suchen wird. Also es ist sehr wichtig zu wissen, in einer sehr unsicheren Phase, in diesem Moment, weil die Menschen natürlich völlig geschockt sind, dass der Präsident die Ruhe bewahrt und sich um das Land kümmert. Und vor allen Dingen, dass der Präsident nicht unmittelbar von dieser Attentatsserie betroffen ist. Das sind zwei sehr wichtige Dinge. Zum einen eben Präsenz zu zeigen und zum anderen jetzt mit seinen Sicherheitsberatern in sicheren Räumen tatsächlich nach Antworten zu suchen und um zu versuchen zu verstehen, was man gegen diese Attentatsserie überhaupt machen kann und unternehmen kann. Alexander, haben Sie irgendwelche Informationen? Weil es ist natürlich logisch, dass jetzt Manhattan, New York, dass es dort zu Massenevakuierungen kommt. Wie muss man sich das vorstellen von der Organisation, überhaupt diese enorme Anzahl von Menschen, Millionen von Menschen eventuell, tatsächlich zu evakuieren? Ja, Millionen sind es ja noch nicht. Also es ist, wir müssen uns das so vorstellen. Im Moment sind zwei Regierungsgebäude in Washington tatsächlich entweder angegriffen oder man vermutet, dass es dem Weißen Haus zum Angriff gekommen ist. Also es sind erstmal zwei Gebäude, die evakuiert werden. Und die Gegend um diese Gebäude wird abgeriegelt. Da muss man sich vorstellen, dass natürlich die Gegend um den World Trade Center evakuiert wird. Das ist eine begrenzte Evakuierung. Natürlich eine begrenzte, aber wir sprechen immer noch von sehr, sehr vielen Tausenden von Menschen. Und da muss man sich das so vorstellen, dass man jetzt versucht, da es sich tatsächlich um Luftschläge handelt, die es gegeben hat, erstmal den Luftverkehr lahmzulegen, um tatsächlich zu versuchen,
den Überblick zu gewinnen. Denn das ist ja das, was im Moment so unsicher macht. Die Unsicherheit ist ja natürlich dadurch gegeben, dass es sich um einen dreifachen, vierfachen vielleicht Luftschlag gehandelt hat. Attentate aus der Luft mit Flugzeugen. Also ja, erstmal den Flugverkehr lahmlegen, um dann tatsächlich, um erstmal in die Situation wieder etwas Ruhe einkehren zu lassen. Das bedeutet noch nicht, dass alle Menschen aus den Städten hier in Washington oder in New York evakuiert werden, denn irgendwo müssen sie natürlich hin. Also es wäre nicht so, dass man sie jetzt alle irgendwie in irgendwelche Felder schicken kann und dass dann die Gefahr vorbei ist. Nicht? Ja. Also so kann man sich das natürlich nicht vorstellen. Alexander, aber wir haben jetzt gerade gehört, dass ein Flugzeug die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es von der American Airline gewesen sein soll. Wir haben vorhin schon erwähnt, alle Flüge sind selbstverständlich gestrichen, alle Flughäfen sind gesperrt. Haben Sie nähere Informationen nun zu den Zahlen von Opfern, Verletzten, weil Präsident Bush natürlich den Familien sein Mitgefühl schon bereits ausgesprochen hat? Ja. Nein, leider noch nicht, Frau Nitten. Also wir wissen noch nicht, wie viele Menschen bei diesen Attentaten gestorben sind. Also wir können spekulieren, wir nehmen an, dass es dass sehr viele sind, aber ob es mehrere hundert sind, mehrere tausend, also wir hoffen natürlich, dass wenige sind, aber wir können leider nicht sagen, wie viele Menschen bei dieser Attentatsserie ums Leben gekommen sind. Vielen Dank für den Moment, Alexander Privitera in Washington. So viel sei noch dazu gesagt, die American Airline war wohl vom Boston auf dem Flug nach Los Angeles. Es hatte die Flugnummer 11 und ich bin nun telefonisch mit Carsten Vogt aus dem Auswärtigen Amt verbunden. Herr Vogt, es ist ein furchtbarer Tag, furchtbare Ereignisse und es stellt sich natürlich die Frage angesichts der Tatsache, dass das World Trade Center ein beliebtes Ausflugsziel, Touristenattraktion schlechthin in New York im südlichen Manhattan ist. Können Sie uns sagen, inwiefern Deutsche in irgendeiner Form, ob nun sei es auf der Flugmaschine oder im World Trade Center davon betroffen sind? Nein, das kann ich zu diesem Augenblick nicht sagen. Aber ich glaube, dass es auch in diesem Augenblick zuerst einmal wichtig ist, nicht nur allen Angehörigen der Opfer unser tief empfundenes Mitleid und Mitempfinden auszudrücken, sondern dass in diesem Augenblick es auch wichtig ist, unsere volle Solidarität mit dem amerikanischen Volk in diesem Konflikt, das ist ja ein Konflikt, und in diesen tragischen und zugespitzten Stunden auszudrücken. Herr Vogt, es macht einen natürlich betroffen, wenn man diese Bilder sieht, zweifelsohne. Es ist auch irgendwie, ja, also es macht einen fast fassungslos, sowohl Anschläge in Washington als auch in New York. Wir haben vorhin gehört, dass es ein sogenanntes Bekennerschreiben gegeben haben soll von der Palästinensergruppe DLFP. Haben Sie im Auswärtigen Amt nähere Informationen zu dem Bekennerschreiben, das ja auch mittlerweile schon wieder dementiert worden ist? Können Sie uns nähere Informationen dazu geben? Nein, das ist natürlich eine Sache, die jetzt im Krisenzentrum und hier in der Bundesregierung ständig auch geprüft wird. Aber natürlich ist das zuerst einmal ein Vorgang, der in Amerika geklärt wird. Und wo wir versuchen werden, das ist doch überhaupt keine Frage, mit all den uns zur Verfügung stehenden Mitteln herauszufinden, wer diese Attentäter sind, dabei die Amerikaner zu unterstützen. Und wichtig ist aber, ich glaube, dass nicht nur die Regierung, sondern dass auch die deutsche Bevölkerung in diesem Augenblick deutlich macht, dass ihre Sympathie bei den Amerikanern ist und dass wir mitempfinden und dass wir sozusagen uns als Verbündete im wahrsten Sinne des Wortes zeigen in einem Augenblick der Betroffenheit, der Trauer, des Zorns, aber auch der Gefährdung von Amerikanern. Inwiefern steht denn das Auswärtige Amt in einer solchen Krisensituation noch überhaupt mit den Amerikanern in Verbindung? Es ist überhaupt keine Frage, dass in einer solchen Situation, das ist dann auch so, die Amerikaner zuerst einmal mit damit beschäftigt sind, die Krise selber zu bewältigen. Und es ist gleichzeitig so, dass unsere Botschaft dort über die Lage zu reden und gegen 18 Uhr gibt es dann eine Erklärung. Wahrscheinlich auch überlegt haben, was man dagegen tun könnte, aber mit dem können. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ist es nicht verantwortlich und auch nicht richtig, darüber hinaus weiteres zu sagen. Und ich nehme sicher an, dass zu einem späteren Zeitpunkt das auch von Leuten, die viel relevanter sind als ich, wie der Bundesaußenminister und der Bundeskanzler, dazu auch noch das Entsprechende gesagt wird.
Herr Vogt, noch einmal die Frage und bitte an Sie. Haben Sie noch irgendwelche weitere Informationen? Können Sie uns sagen oder bestätigen, dass das FBI Untersuchungen anstellt, inwiefern nun oder wer hinter diesem Anschlag tatsächlich steckt? Aber ich bitte Sie, wenn ich in diesem Augenblick so kurz nach diesen Attentaten weitere Informationen hätte, dann hätte ich ja theoretisch schon vor den Attentaten etwas missen müssen. Na, um Gottes so schnell laufen ja die Informationen nicht. So schnell kann es gar nicht sein. In einer Phase, wo die Amerikaner selber noch versuchen, den Überblick zu bekommen, die Krise zu beherrschen, Leute zu retten und Gegenmaßnahmen zu überlegen, da geht es erstmal darum, dass wir jetzt überlegen, wie wir den Amerikanern helfen können. Und das ist das Erste, was zu überlegen ist und darüber die Informationen zu beschaffen, wie wir ihnen helfen können. Das ist, glaube ich, das, was hier zurzeit versucht wird. Haben Sie einstweilen vielen Dank, Carsten Vogt vom Auswärtigen Amt, denn uns ereilt die traurige Nachricht, dass es auch im Capitol Hill zu einer Explosion gekommen sein soll. Und ich begrüße nochmal meinen Kollegen Guido Schmidtke hier im Studio. Guido, inwiefern sind diese Gebäude überhaupt alle sicherheitstechnisch ausgerüstet? Die sind natürlich in gewisser Art und Weise schon geschützt. Die haben sicherlich auch Luftschutzbunker. Aber was wir ja gerade eben erlebt haben, man kann diese Gebäude einfach nicht von der Luft aus abschirmen. Diese Gebäude befinden sich zwar in sogenannten Restricted Areas, das heißt in beschränkten Lufträumen, und dort dürfen keine Maschinen einfliegen. Und wenn das zufällig mal passiert, weil sich Piloten vertun bei der Navigation, dann werden die sofort darauf hingewiesen und müssen dieses Gebiet sofort verlassen. Wenn jemand aber das plant und das in so einer konzertierten Aktion, wie das jetzt passiert ist, schon im Vorfeld so sich ausmalt, man sich Flugzeuge besorgt, diese Flugzeuge möglicherweise mit Sprengstoff belädt und dann gezielt auf diese Gebäude zusteuert, dann kann man nichts machen. Die einzige Möglichkeit, die jetzt für die Amerikaner besteht, und ich denke, das läuft momentan, es werden sicherlich von vielen amerikanischen Luftwaffenstützpunkten sogenannte Abfangjäger aufgestiegen sein, und die werden jetzt versuchen, die neuralgischen Punkte in den Vereinigten Staaten zu überfliegen, um zu verhindern, wenn denn noch irgendwelche Attentäter mit Flugzeugen in der Luft sind, dass diese Attentäter möglicherweise noch andere Ziele angreifen können. Also ich erfahre gerade, dass die Explosion auf dem Capitol Hill mittlerweile auch bestätigt ist. Es macht einen fassungslos, fast sprachlos angesichts der Tatsache der Ereignisse, dass gegen 9 Uhr amerikanischer Zeit die beiden Flugzeuge des World Trade Center rannten. Kurze Zeit später erfahren wir von den Explosionen, die es im Pentagon gegeben haben soll. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Angriffsfläche, also es muss ja doch eine extreme Angriffsfläche geben, dass innerhalb diesen kurzen Zeitraums solche Attentate überhaupt verübt werden können, oder? Naja, man kann es nicht verhindern, dass Maschinen aufsteigen, wenn sie sich ganz normal melden, wenn sie einen Flugplan erstellen. Und natürlich haben diese Terroristen oder diese Attentäter die Möglichkeit, sich ein Flugzeug zu besorgen. Ich brauche nur einen Pilotenschein, dann kann ich zu einer Charterfirma gehen, besorge mir ein Flugzeug und dann gebe ich einen Flugplan auf und dann besteht für mich die Möglichkeit, loszufliegen. Und wie gesagt, ich kann dann auf diese beschränkten Lufträume zusteuern und natürlich wird in gewissen Zeitabständen die Luftüberwachung das auch bemerken und sie wird die Piloten darauf hinweisen, aber bis letztendlich dann Abfangjäger aufsteigen, weil man der Meinung ist, dass es möglicherweise zu einem Attentat kommen könnte, das dauert dann viel zu lange. Es gibt ja hier in Deutschland auch solche Szenarien, wo vor allem während des Kalten Krieges gab es an der Grenze zu Polen und zu der ehemaligen DDR auch Abfangjäger, die dort stationiert waren. Und dort war die Vorwarnzeit 7 Minuten. Aber selbst diese 7 Minuten hätten wahrscheinlich nicht ausgereicht, um nach dem ersten Attentat auf den ersten Tower des World Trade Centers das Attentat auf den zweiten zu verhindern. Also wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist im Nachhinein, wenn man denn den ersten Anschlag erfahren hat, sofort Abfangjäger in die Luft zu schicken. Und diese Abfangjäger müssen dann die neuralgischen Punkte überfliegen, müssen patrouillieren. Und die Möglichkeit, die man natürlich die ganze Zeit hat, dass man über sogenannte Sekundarradar, das sind Transponder, die die Flugzeuge mit sich führen, und diese Transponder strahlen einen Code aus. Über diese Transponder-Codes kann natürlich die Luftüberwachung überprüfen, handelt es sich dort um angemeldete Flüge oder handelt es sich um Flüge, die nicht angemeldet sind und die sich dann auch nicht identifizieren, sprich die Piloten fliegen ohne Genehmigung. Und wenn das der Fall sein sollte, werden natürlich die Abfangjäger auf solche Flugzeuge gelenkt und dort wird man sicherlich gerade zu diesem Zeitpunkt, wo schon so viele Anschläge vorgekommen sind und passiert sind, sicherlich nicht lange fackeln und die Piloten der Jäger werden sofort die Abschussfreigabe bekommen und diese Maschinen vom Himmel blasen. Wir haben gerade eben, Guido Schmidtke, gesehen, Menschen, die verständlicherweise in Panik geraten sind.
aus lauter Verzweiflung und eben auch aus diesem Panikmoment heraus sollen sich angeblich auch Menschen aus dem 110. Stockwerk gestürzt haben, weil sie wahrscheinlich nicht mehr wussten, wohin. Die Amerikaner, die US-Regierung hat dafür gesorgt, dass alle US-Flughäfen gesperrt werden. Inwiefern ist das tatsächlich jetzt auch eine Sicherheit, die da eintritt? Oder inwiefern wird es noch Flugzeuge im Flugraum geben, die es halt in irgendeiner Form ja auch aus diesem Flugbereich, aus diesem Flug, woanders hin dirigiert werden muss? Also ich möchte jetzt wirklich nicht in der Haut der amerikanischen Luftüberwachung stecken, denn abgesehen davon, dass natürlich viele Maschinen einen Flugplan aufgegeben haben und starten wollten, sind natürlich viele Maschinen, vor allem Interkontinentalflüge, unterwegs zu den Vereinigten Staaten oder in Richtung nach Europa oder nach Asien. Und die Flugüberwachung muss nun in diesem Chaos versuchen, die Maschinen alle zu orten, zu ermitteln. Handelt es sich dort um ganz reguläre Linienflüge? Sollte es nicht so sein, muss man die Flüge herausfinden, die keine Flugplanaufgabe durchgeführt haben und die möglicherweise mit Terroristen besetzt sein könnten. Ich denke, das ist momentan ein absolutes Chaos. Und weil ich ja gerade eben schon einmal angesprochen habe, ich kann es ganz einfach nicht verhindern, wenn ein Flugzeug in der Luft ist, dass es in solche gesperrte Lufträume hineinfliegt. Deshalb hat man sich wahrscheinlich bei der Regierung der Vereinigten Staaten dazu entschlossen, dass man alle Flughäfen schließt, dass man versucht, so wenig wie möglich Flugzeuge noch in dem amerikanischen Luftraum aufzuhalten und dass man so möglicherweise das Risiko eindämmt, dass es zu weiteren Anschlägen kommt und vor allem, dass man jetzt viel schneller herausfinden kann, ob wirklich Terroristen sich im Luftraum befinden und möglicherweise noch weitere Anschläge vorhaben. Wie groß schätzen Sie die Gefahr denn ein, dass es noch weitere Terroristen in der Luft zurzeit gibt, die halt auch weitere Anschläge planen? Natürlich eine schwierige auch Geschichte. Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil, wie gesagt, wenn Sie eine Pilotenausbildung haben und Sie haben sich ein Flugzeug besorgt, wir kennen das von den Drogenschmugglern in Florida, dann können Sie irgendwelche alten Flughäfen anfliegen, irgendwelche alten Pisten, Sie landen dort, Sie bereiten diese Attentate vor und wenn das alles in einem Intervall oder in Intervallen stattfinden soll, dann kann es durchaus sein, dass noch irgendwo Maschinen stehen, die Möglichkeit haben zu starten. Und wie gesagt, dann ist es die Aufgabe der Abfangjäger, die meiner Meinung nach sich jetzt in der Luft befinden, diese Maschinen herauszufinden, zu identifizieren und im Ernstfall dann auch sofort abzuschießen. Aber wie gesagt, ausschließen kann man es nie, dass Maschinen von unbewachten Flugplätzen oder von irgendwelchen Pisten starten, beladen mit Sprengstoff. Das Sicherheitsrisiko, was aus der Luft kommt, das ist eines der größten, denn sie können den Luftraum einfach nicht komplett absperren. Das ist ein imaginärer Raum und dort können Maschinen hineinfliegen und bis sie das bemerkt haben, ist es schon zu spät. Das haben wir heute gesehen in New York. Ja, und zumal uns jetzt auch eben die Meldung erreicht, dass es ein drittes Flugzeug de facto ins Pentagon eingeschlagen haben soll. Kommen wir nochmal zur der American Airline. Dieser Flug, dieses erste Flugzeug, das ins World Trade Center in eines dieser beiden Zwillingstürme gestürzt ist, soll auf dem Weg von Boston nach Los Angeles gewesen sein. Diese Boeing 767, welche Größenordnung von Maschine ist das? Das sind Maschinen, die ca. 100 bis 250 Passagiere transportieren können. Um vielleicht noch da auf einen ganz wichtigen Punkt zu kommen. Dieser Flugweg von Boston nach New York, das sind ja auch einige Minuten gewesen. Ich stelle mir die Frage, ob die Luftüberwachung Informationen vom Cockpit bekommen hat, dass die Maschine tatsächlich entführt worden ist. Denn auch dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Der Pilot oder die beiden Piloten können zum einen einen Funkspruch aussenden und können der Flugüberwachung klar machen, hey, wir sind entführt worden. Darüber hinaus, da kommen wir jetzt wieder zu diesem Transponder, gibt es aber auch einen Transponder-Code und den haben auch alle Verkehrsmaschinen. Und es gibt einen speziellen Transponder-Code, wo dann die Luftüberwachung feststellen kann, hey, die sind entführt worden, ohne dass das möglicherweise die Entführer überhaupt feststellen, weil die Piloten halt diesen Transponder-Code einstellen können und die Hijacker, die Entführer über Kopfhörer das überhaupt nicht mitbekommen. Warum es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass die Maschine so lange unentdeckt entführt worden ist und dann auch wirklich über die Stadt New York fliegen konnte und in dieses gesperrte Luftgebiet über den Süden Manhattans, das kann ich momentan auch nicht sagen. Möglicherweise ist das von der Luftüberwachung festgestellt worden, aber wie gesagt, aus bekannten Gründen, man kann den Luftraum eigentlich nur
grob abschotten, man kann ihn nicht komplett absperren. Die Möglichkeit besteht einfach nicht. Inwiefern ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch amerikanische Gebäude hier in der Bundesrepublik unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen gestellt werden? Ich gehe mal aus, dass das passiert, aber auch hier wieder dasselbe Problem. Auch in Deutschland wird man es nicht verhindern können, wenn genügend terroristisches Potenzial vorhanden ist, dass sich solche Attentätermaschinen besorgen, dass sie von irgendwelchen Flughäfen starten und dann Anschläge auf Regierungsgebäude oder andere wichtige Gebäude in Deutschland verüben. Es ist wirklich so, dass sie den Luftraum nicht komplett kontrollieren können. Und vor allem dann nicht, wenn es Leute wirklich mit großem Potenzial und mit großer kriminalistischer Energie vorhaben, solche Anschläge zu verüben. Wir erfahren jetzt gerade von Sky News, dass das komplette Telefonsystem in New York ausgefallen sein soll. Das würde natürlich erhebliche Schwierigkeiten für die Rettungsmannschaften bedeuten. Überhaupt auch für die Menschen, die wahrscheinlich eh schon, genauso wie in Washington, zum Teil in Panik in Panik geraten sind. Vielen Dank erstmal Guido Schmidtke für den Moment. Bitte. Denn auch die Bundesregierung hat natürlich reagiert. Wir hatten vorhin mit Thomas Grote aus dem Auswärtigen Amt gesprochen. Und im Studio jetzt bei mir Thomas Spahn aus der Parlamentsredaktion. Denn er hat sich ebenfalls noch einmal mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung gesetzt. Und ich denke, dass Thomas, Sie sicherlich neue Informationen für uns haben, was nun die Bundesregierung unternommen hat, oder? Zunächst mal gibt es eine erste Reaktion der Regierung offiziellerweise. Der Außenminister Fischer hat sich entsetzt und schockiert geäußert über die grauenhaften Vorgänge in den USA. Zu einer weiteren Bewertung sieht man sich hier in Berlin noch nicht in der Lage. Was Wunder, die Informationen überstürzen sich minütlich, sekündlich. Es ist klar, der Bundeskanzler ist informiert, wird sich in zu gegebener Zeit, also ich nehme mal an, in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde äußern zu diesem Vorgang. Ich hatte vorhin gesagt, ein Krisenstab tagt im Auswärtigen Amt. Das ist aber nicht der einzige. Denn man kann sich vorstellen, dass neben der Information darüber, ob Deutsche zu Schaden gekommen sind dort, auch Informationen wichtig sind, um welche Art von Attentäter handelt es sich. Ist möglicherweise auch die Bundesrepublik Ziel eines Anschlages? Das alles wird mit dem Innenministerium unter der Federführung von Bundesinnenminister Otto Schily koordiniert, sodass die Informationssammlung derzeit auf allen Plätzen sozusagen läuft. Es gibt den Krisenstab im Auswärtigen Amt und der ist massiv ergänzt worden durch Fachbeamte, wie ich es vorhin schon sagte, Konsularbeamte, durch Nahostexperten, sodass man versucht, möglichst viel Informationen zu bekommen. Nur Sie haben gerade erwähnt, wenn die Telefonnetze in New York zusammengebrochen sind, ist natürlich auch für die Bundesregierung es schwierig, an Informationen zu gelangen, wenngleich man weiß, dass das Auswärtige Amt hier nebenan übrigens auf dem Dach riesige Antennen hat, um auch über Richtfunkstrecken sich entsprechend zu informieren. Das ist natürlich eingeschränkt. Wir werden das Gespräch gleich weiter fortsetzen, Thomas Spahn, aber wir gehen jetzt erst einmal nach Jerusalem zu unserem Nahostkorrespondenten Fritz Pfeiffer, denn bislang, Fritz, gab es sehr unterschiedliche Informationen. Zum einen hieß es gab ein Bekennerschreiben der Palästinensergruppe DLFP. Mittlerweile wurde das auch wieder dementiert. Was gibt es für Informationen in Jerusalem und wie ist dort vor allen Dingen in Israel diese furchtbaren Anschläge, mit welchen Reaktionen sind sie dort aufgenommen worden? Nun, zur zweiten Frage, das ist noch ein bisschen früh. Das Leben geht hier, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal weiter. Aber ganz sicher ist man auch in Israel absolut geschockt und gelähmt, paralysiert angesichts dieses Desasters. Was die Verantwortlichkeit angeht, gibt es wirklich nur Spekulationen. Es gibt wohl kein Bekennerschreiben. Lediglich das Fernsehen Abu Dhabi hat gemeldet, dass sich die PLFP, die Palästinensische Volksbefreiungsfront, telefonisch zu diesem Attentat, diesem schrecklichen Attentat verantwortlich erklärt hat. Das wurde jedoch von der Organisation wieder dementiert. Von derselben Station in Abu Dhabi wurde dann gemeldet, dass sich die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas die Verantwortung übernommen haben soll. Aber auch von dieser Organisation kam sofort das Dementi. Von den beiden größten radikal-islamisch-fundamentalistischen Organisationen in Palästina, von der Hamas und der Islamic Dschihad, war bisher zur Stunde, soweit ich weiß, nichts zu hören. Ja, vielen Dank, Fritz Pfeiffer, für den Moment. Wir schalten direkt telefonisch weiter, nämlich zu Carsten Hedler, zu unserem Europakorrespondenten nach Brüssel.
Carsten, mittlerweile sind nicht nur die US-Flughäfen gesperrt, alle Flüge aus Europa sind selbstverständlich auch gestrichen worden in die USA. Wie hat man in Brüssel diese Nachrichten und furchtbaren Bilder aus den Vereinigten Staaten aufgenommen? Mit großem Schock und natürlich mit großer Bestürzung, und im NATO-Hauptquartier ist sofort ein Krisenstab gebildet worden. Der NATO-Generalsekretär Lord George Robertson sitzt dort mit seinen wichtigsten Mitarbeitern und man beriet natürlich über diese schrecklichen Anschläge in den Vereinigten Staaten. Es hat bisher allerdings noch keine offiziellen Reaktionen gegeben, auch im belgischen Außenministerium nicht. Auch dort wurde ein Krisenstab gebildet. Man berät sich jetzt, man berät darüber, wie jetzt das weitere Vorgehen auch von europäischen Seite ist. Natürlich verurteilt der belgische Außenminister Louis Michel und auch der, er ist ja gleichzeitig im Moment wegen der belgischen Präsidentschaft der EU-Ratsvorsitzende, diese schrecklichen Anschläge, und man überlegt jetzt, wie Europa den US-Amerikanern in diesen schrecklichen Stunden und auch natürlich in den kommenden Tagen wird helfen können. Carsten, wir erfahren gerade, dass auch der zweite Tower mittlerweile eingestürzt ist aufgrund der Tatsache, dass das zweite Flugzeug eben das World Trade Center gerammt hat, und wahrscheinlich wird es dort genauso sein wie beim ersten Zwillingsturm, dass das Stahl geschmolzen ist aufgrund der enormen Hitze, die durch die Explosion ausgetreten sein muss. Aber kommen wir nochmal darauf zu sprechen, Sie sprachen an, in Brüssel wird natürlich überlegt, wie die Europäer nun den Amerikanern in diesen schweren Zeiten beistehen können. Was konkret könnte aus Brüssel geschehen? Man muss jetzt ja erstmal feststellen, wer eigentlich für diese Anschläge verantwortlich ist. Also die beiden radikalen Palästinensergruppen, die ja in den vergangenen Tagen unzählige Anschläge auch in Israel verübt haben, haben ja jede Beteiligung abgestritten. Und wie es aus den USA heißt, scheint wohl Osama bin Laden dahinter zu stecken. Aber das sind natürlich alles im Moment unbestätigte Berichte. Und die Europäer müssen jetzt hier natürlich sehen, inwieweit sie die Amerikaner unterstützen können. Zum einen natürlich, indem man mehr Druck eventuell auf die Regierungen ausübt, in denen mit denen Bin Laden eventuell zu tun hätte, oder aber die für diese Anschläge verantwortlich sind. Und Europa muss hier auch seinen ganzen Einfluss geltend machen, denn US-Präsident Bush hat ja auch angekündigt, dass die Vereinigten Staaten mit aller Härte gegen die Verantwortlichen dieser Anschläge vorgehen werden. Und auf die Europäische Union wird wohl auch eine in der Zukunft große Vermittlerrolle zukommen. Die Nachrichten überschlagen sich natürlich, Carsten, und es gibt wieder eine unbestätigte Meldung im Moment, die ich unseren Zuschauern natürlich nicht vorenthalten möchte, dass ein weiteres Flugzeug, das angeblich entführt sein soll, auf dem Anflug nach Washington ist. Denn selbstverständlich, selbst wenn alle Flughäfen geschlossen werden sollen, sind natürlich noch Flugzeuge im Luftraum, das erklärte uns ja auch vorhin Guido Schmidtke, die natürlich in irgendeiner Form aus dem Luftraum umdirigiert werden müssen, was natürlich so schnell auch nicht vonstatten gehen kann. Aber Carsten Händler, kommen wir nochmal auf die NATO zu sprechen. Sie haben vorhin gesagt, dass der NATO, dass auch natürlich dort die Beratungen zurückgezogen haben. Was müssen wir uns da genau darunter vorstellen? Lord Robertson sitzt jetzt mit seinen engsten Vertrauten und wichtigsten Mitarbeitern zusammen und es wird natürlich darüber beraten, wie auch die NATO in dieser Situation helfen kann und ob es bereits vielleicht geheimdienstliche Erkenntnisse gibt darüber, dass nicht nur in den USA Anschläge geplant sind, sondern vielleicht noch woanders. Diese ganzen Informationen werden jetzt ausgewertet und auch die Geheimdienstinformationen aus den jeweiligen NATO-Partnerstaaten, 16 sind es ja an der Zahl. Dieses Krisenmanagement wird jetzt natürlich auch eingesetzt, um den Amerikanern weitere Informationen zuleiten zu können, ob vielleicht noch eine andere Bedrohung droht, ob es vielleicht sogar noch die Westküste der Vereinigten Staaten treffen könnte. Und dann muss man natürlich überlegen, inwieweit die NATO dann auch noch weiter Aufklärung bringen kann, ob sie vielleicht andere Informationen hat als die amerikanischen Sicherheitsbehörden und im Prinzip auch diese Informationen dann zusammenträgt, um den Vereinigten Staaten weiter unter die Arme zu greifen bei der Aufklärung dieser schrecklichen Anschläge. Heißt das, Carsten, dass es im Moment auch eine verschärfte Sicherheitsvorkehrung in ganz Europa in Bezug auf US-Gebäude geben wird? Davon ist auszugehen, wobei natürlich die NATO nicht für die Sicherung der US-Einrichtungen in Europa zuständig ist. Da sind natürlich federführend die Amerikaner und natürlich auch die jeweiligen Landespolizeibehörden. Aber die amerikanische Botschaft hier in Brüssel, die ist sowieso extrem scharf gesichert. Aber man kann auch davon ausgehen, dass die Brüsseler Polizei jetzt in den kommenden Stunden damit beginnen wird, das Gelände wieder weiträumig abzusperren. Das war ja schon so, als US-Präsident Bush vom
12. bis 14. Juni hier, Entschuldigung, vom 13. bis 14. Juni seinen Antrittsbesuch bei der NATO gemacht hat und eine Nacht in Brüssel verbracht hat. Da war die große Straße, an der die US-Botschaft liegt, fast komplett abgesperrt worden und es war nur ganz schwer, überhaupt in diesen Bereich reinzukommen. Und auch bei der NATO wird man darüber nachdenken, ob man die Sicherheitsvorkehrungen nicht verschärfen muss. Sie sind ohnehin schon sehr streng und wenn man als Person, die eine Einladung hat von einem NATO-Mitarbeiter in die NATO kommen will, muss man erst einen langwierigen Sicherheitscheck über sich ergehen lassen. Da werden dann die Daten abgeglichen. Vorher muss also genau festgestellt werden, wo diese Person herkommt und dann dauert es schon, auch wenn man dann bei der Kontrolle ist, gut 40 Minuten, bis man überhaupt auf das Gelände gelassen wird. Wir werden nachher selbst noch einmal zur NATO fahren. Vielleicht gibt es dann dort bereits erste offizielle Reaktionen und wir werden dann auch sehen, ob bereits die Sicherheitsvorkehrungen dort verschärft worden sind. Vielen Dank, Carsten Hedler in Brüssel, für den Moment. Vielen Dank. Ja, Thomas Spahn, wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen, der Sicherheitsrat tritt zusammen. Was genau kann der Sicherheitsrat tatsächlich bewirken? Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium, das nur in äußerst seltenen Fällen zusammenkommt. Dann nämlich, wenn sich Deutschland einer außenpolitischen oder innenpolitischen großen Gefährdung gegenüber sieht. Und in diesen Minuten ist der Bundessicherheitsrat zusammengekommen unter der Leitung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Daran teilnehmen die wichtigsten Ministerien, das heißt der Innenminister Otto Schily ist vertreten, der Außenminister Joschka Fischer, die Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin. Möglicherweise werden andere Ministerien zu Rate noch gezogen. Das Ganze zeigt das Ausmaß, das auch diese Katastrophe in Deutschland hat, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es möglicherweise ein isoliertes amerikanisch-palästinensisches Problem ist, sondern dass zunächst einmal das, was wir dort sehen, ist ein Angriff, so würde ich es formulieren, auf die Zivilisation insgesamt. Anders kann man es wahrscheinlich gar nicht fassen. Und unter diesem Eindruck steht auch der Bundeskanzler und der Außenminister, zumindest der Außenminister hat sich so geäußert. Man muss natürlich auch festhalten, dass es auf diese Art von Terrorismus bisher überhaupt keine politische Antwort gibt. Nicht in Israel, nicht keine wirkliche politische Antwort, auch nicht bei uns, denn Terrorismus war man bislang anders gewohnt. Das oberste Ziel von Terroristen, zumindest wie es mir geschildert wurde, nach Telefonaten mit dem Außenministerium, war bislang, wenn man an die IRA denkt in Nordirland oder die ETA im Baskenland oder auch die RAF bei uns, dass der Attentäter selber eine Chance haben muss, nicht zu Schaden zu kommen und nicht gefasst zu werden. Das bedeutet eine sehr langfristige und überlegte und intensive Planung des Vorhabens. Das wiederum setzt die Sicherheitskräfte meist oder doch sehr oft in die Lage, ein solches Vorhaben im Vorhinein aufzudecken, Spuren zu bekommen, Vorkehrungen zu treffen. Bei Selbstmordattentätern ist das anders. Und bislang haben wir insgesamt in der Welt diese Erfahrung mit solchen schrecklichen Anschlägen ja nur im Nahen Osten gemacht. Und man muss auch feststellen, glaube ich, dass die Welt bislang bei diesen schrecklichen Vorkommnissen in Jerusalem und an anderen Orten in Israel nur zugeschaut hat und sich ein bisschen zurückgelehnt hat, was politisch damit zu tun hat, dass die Amerikaner nach dem Regierungswechsel zu Bush hin, von Clinton zu Bush, sich aus der aktiven Außenpolitik eine Zeit lang zurückgezogen hatten und Außenminister Joschka Fischer in dieser Phase zwar ein sehr geschätzter Gesprächspartner im Nahen Osten geworden ist und auch von beiden Seiten gerühmt wird für seine Kontaktfähigkeit in beide Lager hinein, dass er aber immer erklärt hat für die deutsche Regierung und die deutsche Außenpolitik, dass wir nicht Vermittler in dieser Region sein können, auch die Europäer nicht Vermittler sein können, sondern allenfalls helfen. Es bedarf also einer amerikanischen Initiative, die hat bislang gefehlt. Ich könnte mir vorstellen, dass nach diesen schrecklichen Bildern, wenn die Anschläge tatsächlich im Zusammenhang mit dem Nahen Osten stehen, was man wahrscheinlich unterstellen kann, dass die amerikanische Außenpolitik sich da vollkommen neu sortiert. Thomas, Sie sehen im Moment über die Bilder hauptsächlich Sicherheitsrettungskräfte. Unbestätigten Angaben zufolge müssen mehr als 100 Menschen allein in Manhattan lebensgefährlich verletzt worden sein, was man sich angesichts der grauenvollen Bilder, die wir gesehen haben, durch die Explosion des World Trade Center, sich dazu verpflichtet fühlen, jetzt unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen zu stellen. Denn im Moment, wie Sie es vorhin beschrieben, ist es ja wirklich ein Angriff der
der westlichen Zivilisation. Auf die Zivilisation, also so würde ich es beschreiben. Ich bin ganz sicher, dass aus dem Bundessicherheitsrat heraus, wenn nicht schon vorher, die Anweisung gegeben ist, alle amerikanischen Einrichtungen in der Bundesrepublik entsprechend verstärkt zu schützen, was immer das im Zweifelsfall bedeuten mag. Denn gegen solche Anschläge, wie wir sie da sehen, ist ein Schutz, jedenfalls ein umfassender, kaum zu treffen. Nichtsdestotrotz wird man versuchen, das Mögliche zu tun. Ich bin nicht sicher, ob das nur für amerikanische Einrichtungen in Deutschland gilt oder ob man möglicherweise Erkenntnisse gewinnt, wonach sich dieser Angriff auch gegen andere mit den USA befreundeten Nationen richten könnte. Alles das weiß man ja noch nicht. Man kennt bisher nur die schrecklichen Nachrichten und Bilder aus den USA. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Bundessicherheitsrat unter Leitung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder in Kürze mit der Opposition Kontakt aufnehmen wird. Denn das ist ein Krisenfall, der weit über die einzelnen politischen Lager hinausgeht und der die Reaktion aller Deutschen sozusagen erfordert. Und da glaube ich nicht, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder für die Regierung allein mit den Amerikanern sprechen möchte, sondern dass er sich eines gewissen Rückhaltes versichern wird, sowohl der CDU, CSU als auch der FDP und der Grünen, also der wichtigen Partner im Bundestag, also der im Bundestag vertretenen Parteien, und dass man dann gemeinschaftlich versucht, mit den Amerikanern ins Gespräch zu kommen, in welcher Weise man denen jetzt helfen kann. Denn da ist ja nicht nur logistische Unterstützung bei der Bekämpfung des Terrorismus denkbar, sondern es ist schlicht und einfach möglicherweise auch Hilfe denkbar, die man von hier aus leisten kann. Ich vermag das jetzt nicht abzuschätzen, in welchem Rahmen das geschehen könnte, aber ich kann mir vorstellen, dass schlicht und einfach dieses Angebot gemacht wird. Ja, halt ihn noch einmal fest. Also das Einzige, was wir jetzt bislang tatsächlich wissen, ist, dass um kurz vor neun nach New Yorker Zeit halt zwei Flugzeuge in das World Trade Center gerast sind. Die Bekennerschreiben wurden mittlerweile wieder zurückgezogen. Es hieß zum einen, das sei die DLFP, also die Demokratische Befreiungsfront Palästinas, die sich ursprünglich, so wie es hieß, zu diesem Anschlag bekannt hat. Mittlerweile, wie gesagt, wurde es dementiert. Dann geschahen weitere Anschläge, also sowohl auf das US-Verteidigungsministerium, das Weiße Haus wurde evakuiert. Sicherheitskräfte in New York gehen davon aus, dass über 1000 Menschen aufgrund der Explosion am World Trade Center ums Leben gekommen sein sollen. Über 100 bislang schwer verletzte Opfer konnten laut Agenturmeldungen geborgen werden. Der Bundessicherheitsrat ist einberufen worden. Thomas Spahn hat das gerade näher erläutert. Es gibt auch Agenturmeldungen von AFP, die sagen, dass im Libanon Palästinenser Freudenschüsse angesichts der Nachricht, dass diese Anschläge in New York als auch in Washington verübt worden sind, Freudenschüsse losgeballert haben. Das würde ja Ihre These auch bestätigen, oder? So traurig das ist, man wird sich das vorstellen müssen, dass das so ist. Es ist ja ein politisches Ziel der Hamas und anderer terroristischer Bewegungen, mit solchen Anschlägen die Lage zu destabilisieren im Nahen Osten und mit dieser Art von Druck, die man dann erzeugt, auch politische Ziele gegen Israel durchzusetzen. Wie hirnrissig das Ganze in der Endkonstruktion immer aussehen mag, aber bei Terroristen am Ende ist es wahrscheinlich nicht mehr logisch nachzuvollziehen. Nur das, was jetzt passiert, überrascht mich in einer gewissen Weise. Also deshalb, weil die Amerikaner sich ja aus dem aktiv gestaltenden Friedensprozess im Nahen Osten zurückgezogen hatten. Sie haben also gar nicht mehr wie noch unter Clinton sozusagen auf beide Parteien einwirken wollen, sondern sie haben sich zurückgehalten und zurückgezogen und nicht mehr diese dominante Rolle gespielt für die Lösung von Problemen oder die mögliche Entwicklung anderer Perspektiven wie noch vor einem halben Jahr. Und dass zu dieser Zeit die Amerikaner, also die USA, angegriffen wird vom Nahen Osten, das überrascht mich sehr. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass der Hass, der dort durch diese Art von Attentaten und die Reaktion der Israelis darauf, wir haben ja dann auch entsprechend mit Gewalt reagiert, dass der Hass so hoch sich gesteigert hat, dass das Feindbild nicht mehr nur Israel allein ist, sondern alle, die mit Israel in irgendeiner Weise einen positiven Kontakt pflegen. Obwohl Sie natürlich ja gerade, wir hatten heute Mittag Shimon Stein zu Besuch, den israelischen Botschafter, der sagte, es ist ganz richtig so, dass die Amerikaner sich etwas bedeckt halten in der Vermittlerrolle, was den Nahen Osten anbelangt. Ich habe gerade eine Anweisung von der Regie bekommen, die ich jetzt leider nicht ganz verstanden habe. Okay, wir haben erste Reaktionen von deutschen Politikern, unter anderem eben auch von Bundesinnenminister Otto Schily, und wir wollen hören, was Otto Schily als erste Reaktion zu sagen hatte. Zuallererst gilt unsere Solidarität, unsere Sympathie unseren amerikanischen Freunden, dem ganzen amerikanischen Volk und unser Mitgefühl den Opfern und deren Familien. Wir müssen die Sicherheitslage jetzt sehr genau beurteilen. Wir werden um 17 Uhr den Bundessicherheitsrat einberufen.
und dann wird man weiteres zu erörtern haben. Ja. Um 17 Uhr kommen die Herrschaften zusammen, sind ja gut knapp einer Viertelstunde. Ja, wir haben darüber gesprochen, also das dauert ja ein bisschen, bis die Ministerien dann wirklich auch alle an Deck sind. Das wird dann im Bundeskanzleramt stattfinden und da in den entsprechenden Räumlichkeiten, die dafür eingerichtet sind. Wie vorhin gesagt, die wichtigen Minister der Bundesregierung sind beteiligt und ich halte meine Prognose aufrecht, das wird den Bundessicherheitsrat übersteigen, das Problem. Nach einer gewissen Information rund um die Ministerien unter Leitung von Bundeskanzler Schröder wird man ganz sicher mit der Opposition sprechen, also mit Friedrich Merz, mit Angela Merkel, mit Edmund Stoiber, man wird mit Guido Westerwelle reden und mit Wolfgang Gerhardt und auch mit der Grünen Parteiführung und schauen, in welcher Weise Deutschland die Bundesrepublik gemeinschaftlich ein Angebot an ihre Amerikaner entsendet, um einfach in dieser schwierigen Situation zu dokumentieren, wir betrauern das nicht nur und sind entsetzt, sondern wir bieten euch eine gewisse Hilfe an, sagt uns, was ihr braucht. Erstmal vielen Dank, Thomas Spahn, für den Moment. Es ist natürlich... Wir wissen über die genaue Anzahl der Opfer, der Todesopfer und auch der Schwerverletzten und als Verletzten bis zur Stunde noch überhaupt nichts. Die New Yorker Wall Street wurde selbstverständlich geschlossen. Mittlerweile wurden das Viertel um die Twin Towers herum evakuiert. Evakuiert wurde ebenfalls auch das Weiße Haus. Also dort trat natürlich auch der Sicherheitsrat zusammen. Alexander Privetera, unser Korrespondent, hat uns bestätigt, dass natürlich das Weiße Haus als auch das Pentagon evakuiert wurde. Zur Stunde gibt es noch keine näheren Angaben, wer tatsächlich für diesen Anschlag verantwortlich ist. Bislang wurden die Bekennerschreiben wieder dementiert, die ursprünglich eben von der DLFP, einer Splittergruppe von Palästinensern, zunächst sich dazu bekannten. Es gibt mittlerweile die widersprüchliche Meldung, dass auch ein drittes entführtes Flugzeug in dem Fall, auf dem Anflug auf das US-Pentagon sein soll. Das sind bislang noch unbestätigte Meldungen. Sicherheitskräfte in New York sprachen davon, dass es über 1.000 Schwerverletzte gegeben haben soll. Sky News sprach davon, dass das Telefonnetz in komplett New York zusammengebrochen sein soll, was natürlich ganz extrem die Rettungskräfte unter noch schwierigeren Bedingungen stellt, als sie ohnehin schon arbeiten müssen. Es ist vor allen Dingen natürlich eine ganz große menschliche Tragödie. Menschen sind angeblich aus dem 110. Stockwerk gesprungen. Beide Zwillingstürme des World Trade Centers sind mittlerweile zusammengestürzt aufgrund der Explosion, der Tatsache, dass zwei Flugzeuge in diese 411 Meter hohen Zwillingstürme gerammt sind. Und was natürlich im Blickpunkt ist, ist einmal, wie geht es weiter, was werden die Amerikaner unternehmen, was wird man überhaupt tun können, um sich vor weiteren möglichen Anschlägen überhaupt sichern zu können. Wie gesagt, um 17 Uhr tritt der Bundessicherheitsrat zusammen. Und Entsetzen gibt es natürlich auch, so makaber das klingen mag, an den Börsenplätzen dieser Welt. Die Wall Street war geschlossen, die Kurse befanden sich im freien Fall. Und wir werden jetzt gleich die Möglichkeit haben, wenn ich die Regie richtig verstanden habe, nach Frankfurt zum Bloomberg-Kollegen Christoph Schupp zu schalten. Aber die Börsen sind natürlich nach diesen Terroranschlägen in den USA im freien Fall. Nicht nur in New York, Lissabon und Mexico City wurde der Handel ausgesetzt. Die Londoner Stock Exchange wurde evakuiert. Der Handel wurde dort aber erstaunlicherweise fortgesetzt. Die deutsche Börse unterbrach den Handel in US-Aktien für eine Stunde. Und eine Sprecherin der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main erklärte, die Sicherheitsnahmen werden entsprechend überprüft. Weitere Details nannte sie selbstverständlich nicht, das kann man ja nachvollziehen. Ja, also man vermutet, dass zu dem Zeitpunkt, 9 Uhr New Yorker Zeit, als das erste Flugzeug das World Trade Center rammte, in etwa nach bislang Erfahrungswerten ungefähr 50.000 Menschen in dieser Nähe sein mussten. Also sowohl Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit in das World Trade Center waren, denn dort in diesem Gebäude befinden sich sehr viele Büros und Geschäftsräume. Es ist natürlich absolut nicht abschätzbar, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt in der Rush Hour unterwegs waren. Da gibt es auch bislang nur Vermutungen. Ja, und gerade erfahre ich, dass in Pennsylvania auch ein Flugzeug abgestürzt sein soll, mitten in einem Industriegebiet. Inwiefern auch dieser Flugzeugabsturz im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit den Terroranschlägen sowohl in New York als auch in Washington stehen, ist uns natürlich zur Stunde noch nicht bekannt.
Um 17 Uhr tritt halt, wie gesagt, der Bundessicherheitsrat zusammen. Sie haben es eben gehört, Bundesinnenminister Otto Schily nannte uns diesen Zeitpunkt. Und ich höre gerade, dass die Schalte nach Frankfurt steht. Und insofern gebe ich jetzt nun erst einmal ab zu Christoph Schupp auf das Frankfurter Börsenparkett. Christoph? Ja, also hier in Frankfurt herrscht natürlich blankes Entsetzen. Ganz klar, die Märkte sind extrem verunsichert. Die Börsenindizes brechen hier regelrecht zusammen. Das kann natürlich nicht überraschen. Hier ist den Handel in US-Aktien In der Nähe von Kandahar hält sich Bin Laden auf an einem festen Platz. Das ist durchaus bekannt. Aber es ist natürlich total unzugänglich für Leute, die Bin Laden nicht sehen will. Sind. Und in dieser Situation haben wir natürlich die Möglichkeit, einen direkten Blick zu haben, einen direkten Einblick in das, was auf dem Gelände des Weißen Hauses und den Nachbargebäuden, die Sie jetzt wahrscheinlich gerade sehen, mit der Rauchwolke, die immer noch aus dem Pentagon aufsteigt, im Hintergrund. Wenn wir vielleicht etwas näher rangehen, Bill, if you could zoom in into the Pentagon fire briefly. Wir gehen etwas näher ran an die Rauchwolke dort. Wir haben im Moment nur die Information, dass ganze Teile des Pentagon eingestürzt sind. Unter dem Pentagon in ich weiß nicht wie vielen Etagen sind die Hochsicherheitsräume schallsicher, explosionssicher, in denen die Katastrophenberatung im Moment stattfindet. Die besten Experten der amerikanischen Armee sind dort zusammen. Bill, if you could come back a little bit, let's try to get a look at the White House over there. Wir versuchen nochmal rüber zu schwenken zum Weißen Haus. Wenn das Bild ein bisschen ruckelt, dann will ich das zu entschuldigen, aber an diesem Tag ist das, glaube ich, verständlich. Auf dem Weißen Haus, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, Sascha und unsere Zuschauer, sind... Es hieß hinterher, nein, dieses Flugzeug habe nicht Kurs auf Israel genommen, aber die israelische Luftwaffe fackelt nicht lange, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass ein solches Flugzeug sich Israel unerlaubt, also mit terroristischen Absichten nähert. Kurzum, wir müssen unsere ganze Sicherheitspolitik überdenken. Die Amerikaner sind uns da eigentlich bislang voraus gewesen. Sie haben anders als die Westeuropäer und die Deutschen, und zwar alle deutschen Parteien, den Kopf nicht in den Sand gesteckt, haben immer wieder vor atomaren, biologischen, chemischen Gefahren gewarnt, und zwar nicht nur von staatlichen Akteuren, sondern auch von terroristischen Akteuren. Dass aber über diesen Umweg der Flugzeugentführungen eine solche Form des Terrors möglich wäre, das hätte niemand gedacht. Und in diesem Falle, machen wir uns nichts vor, hätte auch eine vergleichbare Luftabwehr wie die der Israelis nichts bewirken können, denn es handelte sich ja zunächst einmal offenbar um Flugzeuge, die ganz legal, also erlaubt, im amerikanischen Luftraum flogen, und wenn es entführte Maschinen waren, hätte keiner damit gerechnet, dass diese Maschinen in die Ziele in New York gelenkt worden sind. Also kurzum, man kann sich nicht immer vorstellen, wie schlimm und teuflisch Terrormaßnahmen sind. Ganz herzlichen Dank, Professor Wolfson, live zu diesem Thema. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, die uns nochmal sehr viel weitergeholfen hat. In der Zwischenzeit habe ich noch Informationen bekommen, dass angeblich eine Boeing 747, Christoph Lang hat kurz davon gesprochen, in Pennsylvania abgestürzt sein soll. Christoph Lang, was können Sie uns noch Neues dazu sagen? Auch hier nur sehr kurze Informationen. Es soll zwei Abstürze gegeben haben, haben wir gerade hier aus der Fernsehberichterstattung der US-Sender gehört. Einen in der Nähe von Pittsburgh und einen eben in Pennsylvania. In Pittsburgh soll es eine Boeing 767 gewesen sein. Bestätigung, Details noch keine. Wie gesagt, hier herrscht verständlicherweise allerschlimmstes Chaos. Wir haben Bilder gesehen von der Südspitze Manhattans hier. Wir sehen es von hier nochmal kurz. Wir sehen immer noch diese gewaltige Rauchwolke, die über der Financial District, über der Wall Street steht. Man kann auch aus der Luft relativ wenig sehen, weil eben der Qualm alles einhüllt. Die Rauchwolke zieht im Moment rüber nach Queens und Brooklyn, in diese Viertel New Yorks auf der anderen Seite des East River. Wir haben Augenzeugenberichte gehört, dass rund um das World Trade Center Menschen aus dem Fenster gesprungen sind im verzweifelten und wohl vergeblichen Versuch, dieser Todesfalle zu entkommen. Na.
einer Kaskade von Rauch und Funken, obwohl wir Ihnen nicht sagen können, ob das eine zweite Explosion war, die das verursachte, oder ob es einfach... Das hier ist der erste. Der erste, der südliche Turm, der einstürzt. Nein, das war halbe Stunde, sagen wir mal, nachdem die Flugzeuge da reingeflogen sind. Die Rauchschwaden zogen gerade ab. Und Sie sehen jetzt den zweiten Turm vor nicht langer Zeit. 10, 15 Minuten ist das her. Der zweite Turm, es schaut aus, als ob er wie diese Implosionen, wissen Sie, wie er einstürzt. Es gibt aber daran nichts Kontrolliertes. Das ist totale Verwüstung. Wie viele Leute, 50.000 Leute arbeiten normalerweise in den Gebäuden. Wie viele von denen schon da waren? Wie viele von den Menschen in der Falle waren, in den oberen Stockwerken? Wie Minuten aus. Die Flammen schlagen derzeit aus den oberen Etagen des Wolkenkratzers. Soviel ich informiert bin, auf jeden Fall über 100 Sitzplätzen, also potenziell eine sehr hohe. Stab eingerichtet worden und erste Telefonnummern wurden veröffentlicht, wo Belgier anrufen können, deren Verwandte, Freunde oder Angehörige im Moment in New York sind oder aber auch in Washington und dort Urlaub machen. Und Neues gibt es auch aus Frankreich. Der französische Staatspräsident Jacques Chirac hat seine Bretagne-Reise vorzeitig abgebrochen und ist sofort nach Paris zurückgeeilt. Und er hat sich außerordentlich bewegt, von diesen abscheulichen Attentaten gezeigt. Er sagte, dass das ganze französische Volk auf der amerikanischen Seite stehe. Und auch der französische Ministerpräsident Lionel Jospin hat sich schockiert über die Anschläge gezeigt. Der französische Außenminister Hubert Védrine drückte ebenfalls sein Entsetzen und seine Trauer aus und bezeichnete diese Anschläge als das Schlimmste, was auch in diesem Moment nur passieren konnte. Und er sagte, dass alle Formen des Terrorismus jetzt auf das Schärfste bekämpft werden müssen. Im Moment ist auch ein Krisenstab im NATO-Hauptquartier unter der Leitung von Lord Robertson, dem NATO-Generalsekretär, zusammengetreten. Und hier in Brüssel wartet natürlich auch alles darauf, dass es erste offizielle Reaktionen auch für die Kameras geben wird. Mhm. Vielen Dank erstmal für diese Informationen, Carsten Hettler in Brüssel. Guido, wir haben vorhin schon ganz oft über Sicherheitsmaßnahmen gesprochen, die natürlich schwierig sind, vor allen Dingen im Hinblick auf den Luftraum. Wir sehen Menschen, die dort regelrecht logischerweise in Panik geraten sind. Wie wir gerade eben erfahren, hat auch Israel alle Botschaften weltweit, wenn ich das richtig verstanden habe, evakuiert. Inwieweit ist das eine sinnvolle Reaktion? Also ich habe gerade eben schon mal gesagt, dieser Anschlag oder diese Anschläge besser gesagt sind sehr gut geplant worden. Das zeigt ja allein die Tatsache, dass sie erfolgreich durchgeführt werden konnten. Und man muss in der Tat jetzt die Angst haben, dass wirklich jedes Gebäude in der Welt momentan gefährdet ist. Und wie gesagt, man kann diese Anschläge aus der Luft nur sehr schwer verhindern. Eigentlich müsste man jetzt weltweit den gesamten Verkehrsflugverkehr schließen. Man müsste alle Maschinen am Boden lassen, abgesehen von den Militärjets natürlich, die die gefährdeten Gebäude überfliegen und somit bewachen würden, um wirklich Terroristen, die mit Flugzeugen unterwegs sind, egal wo auf der Welt, wirklich herauszufiltern, dingfest zu machen und dann im Ernstfall auch abschießen zu können. Aber was erfordert das jetzt für eine Logistik vor allen Dingen, wenn sämtliche US-Flughäfen geschlossen werden und die Flugzeuge, die sich noch im Luftraum bewegen, umdirigiert werden müssen? Also das Problem mit den Flugzeugen am Boden scheint, jeder war schockiert. Zitterte, sagt sie. Und sie hat es gerade noch rausgeschafft. Und dann stürzte der Turm zusammen und sie lief weg. Es war verrückt. Ich danke Gott. What's your name? My name is Debbie. Debbie, your last name? Troy. Troy, and where do you work? I work at
Tja, Debbie Troy hat es überlebt. Wie viele Menschen es nicht überlebt haben, wissen wir bisher noch nicht. Es gibt keine Zahlen. Wir wissen nur, dass mehrere 10.000 Menschen sich in dem World Trade Center aufgehalten haben. Bis zu 80.000 Menschen sind im World Trade Center Tag für Tag. Und wahrscheinlich weiß unser Korrespondent in den USA, Stefan Strothe, mehr, zu dem wir jetzt auch mal hinschalten. Stefan, was gibt's Neues in den USA? In Flammen. Der Südturm explodiert. Unzählige Menschen sterben. Eine Terrorgruppe hat Amerika den Krieg erklärt. 11. September 2001. Der Albtraum aller Amerikaner hat begonnen. Heute Morgen 9 Uhr Ortszeit Manhattan. Stolz der Amerikaner, Zentrum der Wirtschaftssupermacht USA. Plötzlich erschüttert eine Explosion die 12-Millionen-Metropole. Verkehrsflugzeug in der Nähe von Pittsburgh abgestürzt. Das Pentagon berichtet weiter, ein weiteres Flugzeug, ein entführtes, sei in Richtung auf das Pentagon unterwegs. Alle Flüge sind eingestellt, landesweit. Internationale Flüge nach den USA werden umgeleitet nach Kanada. Paddy, an Sie zurück. Wir sehen Aufzeichnungen. Sehen aus. Hier gucken Sie sich das an. Also doch die ganze Südspitze von Manhattan ist in Rauch verhüllt. Welche Schwierigkeiten macht das? Kann da überhaupt eine Einsatztruppe hin und helfen? Man kann am Anfang natürlich das Krieg und Entsetzen und großer Erschütterung. Trade Center. Ein Koloss aus Stahl und Beton, 415 Meter hoch, in sich zusammen. Begräbt weite Teile des Zentrums von Manhattan unter sich. Wie viele Menschen sich unter den Trümmern befinden, niemand weiß es. Und noch scheint die Terrorspirale. Diese. Beide Zwillingstürme des World Trade Center stürzten in sich zusammen. Gegen 9 Uhr. Radikal ist. Die Supermacht darauf reagieren wird? Ich bin im Augenblick sozusagen auf zwei Sendern. Mich ruft auch gerade WDR2 an. Vielleicht kann ich die Frage mit der Perspektive über die russischen Reaktionen ein wenig zurückstellen, Herr Plasberg. Dankeschön jedenfalls für diese Informationen, Horst Kleuser, Hörfunkkorrespondent des WDR. Inzwischen hat Bundeskanzler Schröder an Präsident Bush geschrieben: Sehr geehrter Herr Präsident, mit Entsetzen habe ich von den verabscheuungswürdigen terroristischen Anschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington erfahren, bei denen so viele Menschen ihr Leben verloren haben. Meine Regierung, also die deutsche Regierung, verurteilt diese terroristischen Akte auf das Schärfste. Das deutsche Volk steht in dieser schweren Stunde an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich möchte Ihnen und dem amerikanischen Volk mein tief empfundenes Beileid und meine uneingeschränkte Solidarität aussprechen. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern und deren Angehörige. Gerhard Schröder, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich ist die ganze Welt betroffen von diesem Anschlag. Es spielt eigentlich keine Rolle, aber ich erwähne es trotzdem. Im World Trade Center sind auch drei deutsche Büros gewesen, wo auch Leute hier gearbeitet haben, vor allen Dingen von Banken. Natürlich weiß man auch über das Schicksal dieser Menschen überhaupt nichts. Aus Kairo kommt eine Meldung, dass Ägypten, Washington bereits vor Monaten vor einer riesigen Terroraktion auf dem Territorium der USA gewarnt hat, falls Washington sich nicht stärker in den Nahostfriedensprozess einschalte. Zitat: Wenn die USA nicht auf eine Beilegung der Gewalt dringen, könne sich diese Gewalt in Terrorismus verwandeln. Das hatte der ägyptische Präsident Mubarak am 26. Juni nach Washington gemeldet. Wir möchten jetzt noch mal zusammenfassen, wie der Kenntnisstand ist um 17.02 Uhr. Dazu gibt es noch mal Bilder. Es war kurz nach 9 Uhr Ortszeit, als eine Passagiermaschine, wahrscheinlich vom Typ Boeing 767, den hinteren der beiden Türme des World Trade Centers in New York rammte. Der Aufprall war so stark, dass die Explosionswolke einmal durch das Gebäude hindurchschlug. Bereits 18 Minuten vorher kollidierte ein kleineres Passagierflugzeug mit dem anderen, der evakuiert. Auch in Washington kommt es kurze Zeit später zu einem Anschlag. Die Maschine soll angeblich von Boston auf dem Weg nach Los Angeles gewesen sein. Und dann kurze Zeit später, angesichts der grauenvollen Bilder, die uns hier nun aus New York aus Manhattan vom World Trade Center erreichten, mit wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt mehr als tausenden Toten, zahlreichen Verletzten. Bislang gibt es ja auch Stunden später nur Schätzungen. Und ich denke, dass wir uns auf ein ganz furchtbares und
tragischen Verlust von Menschenleben einrichten müssen. Denn es hieß dann auch, dass Menschen in ihrer Panik aus dem Bürogebäude einfach gesprungen sind. Ready. We'll be moving them to all different area hospitals, triaging them. And the concert for violin, piano and string quartet. Ah. Give me a... Do we have audio up? Anybody please? Mike and Andrea? Wer auch immer hinter den Taten steht, den USA wird keine Atempause gegönnt. Eine Explosion später auch im Außenministerium. Ein weiteres Symbol für Amerikas Größe und Unverwundbarkeit ist getroffen. We have audio. Anybody hear us? Mike and Andrea, I have an eyewitness. Es wird jetzt immer klarer, dass Terroristen es geschafft haben, die USA an empfindlichen Stellen zu treffen. Mike and Andrea. Trying to get through. Mike and Andrea, do you hear me? I'm ready to go. Yes, I have line. I'm ready to go. Let's go. Take my audio, please. So, ich bin jetzt verbunden am Telefon mit Martin Wagner, unserem Washington-Korrespondenten. Herr Wagner, wir haben gerade noch eine neue Meldung bekommen. Es soll ein weiteres entführtes Flugzeug auf das Pentagon zurasen. Das hat das FBI gemeldet. Was wissen Sie denn darüber? Man weiß, dass das FBI und das Pentagon und das Verteidigungsministerium eben den Luftraum jetzt sehr genau beobachten und den Eindruck haben, es könnte, also man muss es vorsichtig formulieren, sich noch ein Flugzeug auf das Pentagon bewegen, da die Meldung schon einige Minuten alt ist und ich die Rauchwolke über dem Pentagon von hier aus, vom Büro aus sehen kann. Zurasen, so schnell kann das offensichtlich nicht sein. Natürlich wird der gesamte Luftraum jetzt ordentlich genau beobachtet, denn alle Flüge innerhalb der USA sind abgesagt, sind gestrichen worden und alle Flughäfen im Lande sind geschlossen. Also wenn jetzt noch etwas fliegt, ist das für die USA, für die amerikanischen Sicherheitsbehörden etwas, was sie genau beobachten müssen. Dazu haben wir noch eine aktuelle Meldung. In Pennsylvania ist offenbar ein Passagierflugzeug abgestürzt. Haben Sie das auch schon gehört? Ja, die Meldung liegt hier auch vor, wobei auch in diesem Fall, man muss da natürlich vorsichtig sein, unklar ist, ob es einen Zusammenhang gibt. Was klar ist, dass auf das Pentagon, das Verteidigungsministerium und auf das World Trade Center ein gezielter Anschlag verübt wurde. Dieser Zusammenhang ist klar. Es gab auch Explosionen im Regierungsviertel. Das ganze Regierungsviertel ist evakuiert. Ich sehe das auch vom Büro aus. Hier laufen Hunderte von Menschen seit ungefähr einer Stunde die Straße entlang, stadtauswärts, weil sie aus den Regierungsgebäuden rausgebeten wurden und ihnen gesagt wurde, geht nach Hause, bringt euch in Sicherheit. Wir wissen nicht, was hier noch passiert. Und Sie halten weiterhin die Stellung? Ja, das tue ich. Die Gesamtsituation in Washington, wie sieht das aus? Welche Radioberichte gibt es an die Bürger dort? Ja, es gibt eigentlich nur noch Berichte zu diesem einen Thema und CNN, der amerikanische Nachrichtensender, hat jetzt sozusagen seine Headline gefunden, dass die lautet Amerika under attack, also Amerika wird angegriffen und so sieht es für die meisten auch aus. Mit ratlosem Entsetzen nimmt man zur Kenntnis, was möglich ist an Anschlägen und man muss sich ja mal vorstellen, dass ein Teil des Verteidigungsministeriums zusammengebrochen ist, des Gebäudes, dass das World Trade Center, beide Türme sind weg. Wer die Skyline von New York gesehen hat, und ich bin, als ich hierher flog, vor wenigen Wochen sehr erfreut gewesen, Manhattan sehen zu können, der muss wissen, diese beiden Türme sind weg. Das ist etwas im Grunde genommen Unvorstellbares. Welche Berichte gibt es denn jetzt über die Urheber dieses Anschlags? Da gibt es ja unterschiedliche Angaben. Da gibt es im Grunde genommen nur Spekulationen, das muss man laut und deutlich so sagen. Es sind Spekulationen, die natürlich sofort in den Nahen Osten gehen, weil Terroranschläge im Nahen Osten zum einen leider immer wieder stattfinden und zum anderen ja es schon mal einen Anschlag auf das World Trade Center gab, nämlich 1993, da ist ein mit Sprengstoff beladener Kleinlaster in der Tiefgarage explodiert und dahinter stand eine Gruppe von Leuten aus mehreren Ländern, aus Ägypten, aus dem Sudan, also aus dem Nahen Osten. Aber konkrete Hinweise darauf, wer jetzt hinter diesem Anschlag oder dieser Anschlagsserie stecken könnte, gibt es noch nicht. Das FBI untersucht natürlich, das ist völlig klar, aber noch hat niemand es gewagt und ich denke auch, das kann man erst tun, wenn man genauere Beweise und Hinweise hat, darauf hinzuweisen, dieser oder jener, diese oder jene Gruppe steht dahinter. Wie wird denn jetzt die USA reagieren? Ja, zunächst einmal mit dem, was soll der Präsident sagen, mit dem, was jeder Präsident in dieser Situation sagen muss. Präsident Bush, der sich in Florida befindet, hat das bereits getan. Er hat gesagt, wir werden gegen die Hintermänner vorgehen, mit allen
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das ist völlig klar. Die USA werden natürlich die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöhen. Zum Beispiel jetzt aktuell kein Flug, der nach New York oder Washington unterwegs ist, woher auch immer, kein internationaler Flug, also aus Europa, woher auch immer, wird hier landen können. Diese Flüge werden alle erstmal umgeleitet nach Kanada. Also die Sicherheitsvorkehrungen werden massiv erhöht werden. Dann wird man versuchen herauszukriegen, wer dahinter steckt. Und dann wird man sich überlegen müssen, wie man gegen diejenigen, eine Gruppe, Einzelne, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das Einzelne sind, denn es ist eine so massiv geplante Aktion mit 3 Flugzeugen. Offensichtlich wurde mindestens 1 dieser Flugzeuge entführt und das muss man ja über Wochen hinweg planen, dass das innerhalb dieser 1,5 Stunden alles hintereinander weg passiert. Das ist auch erstaunlich, dass so etwas gelingt, ohne dass irgendein Geheimdienst, ein Sicherheitsdienst etwas merkt. Also es ist eine, das Wort fällt mir schwer, aber eine Gruppe offensichtlich, die professionell gearbeitet hat. Kann man denn hier schon von einer Art Kriegserklärung sprechen? Ich denke, so wird das in den USA verstanden. Wobei man noch nicht weiß, wer den USA auf diese brutale, menschenverachtende Weise den Krieg erklärt hat. Noch einmal zur Situation in New York zurück. Das World Trade Center steht ja in der Nähe der Börse, der New Yorker Börse, ja, an der Wall Street. Fundamentalistischen Organisation in Palästina, Sheikh Yassin, im Fernsehen live erklärt, dass auch die Hamas nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Arafat selbst hat ein Kondolenztelegramm zu Präsident Bush geschickt und hat das Verbrechen, das Desaster verurteilt und er hat versichert, dass die Palästinenser, dass das palästinensische Volk mit dieser Geschichte absolut nichts zu tun habe. Allerdings, der israelische Rundfunk meldete auch gerade eben, dass auf den Straßen in Ost-Jerusalem und in den palästinensischen Flüchtlingslagern in Südlibanon gefeiert wird, dass dort Leute auf den Straßen tanzen. Könnten Sie sich denn vorstellen, Fritz, dass die Urheber dieses Anschlags, dieser Anschlagsserie möglicherweise überhaupt nicht aus dem Nahen Osten stammen, sondern ganz woanders her? Also man hält es hier für ziemlich unwahrscheinlich, dass eine der radikalen Organisationen hier im Nahen Osten, hier speziell aus Palästina, für diesen Anschlag verantwortlich ist, weil die Sache einfach zu groß ist und weil auch das politische Interesse dieser Organisation nicht so gerichtet ist, dass sie zu solchen wahnsinnigen Mitteln greifen. Wenn man darüber nachdenkt, wer es sein könnte, wenn man hier fragt, die Leute, wer glaubst du denn, wer da dahinter steckt, dann fällt immer wieder ein Name, Bin Laden. Wie reagiert denn die israelische Regierung auf diese neue Situation? Können die Israelis denn überhaupt aktiv etwas unternehmen jetzt? Ich fürchte nicht. Die israelische Regierung hat den Amerikanern bereits Hilfe angeboten. Sie hat ihnen angeboten, sofort Rettungstrupps nach New York zu schicken, um dort zu helfen. Von Premierminister Sharon gibt es zur Stunde noch keine Reaktion. Aber selbstverständlich sind die Menschen hier auf den Straßen zutiefst geschockt und betroffen. Und eine Frau sagte mir gerade, das ist das Ende der Welt. Pfeiffer, vielen Dank für den Augenblick in Jerusalem. Sie bleiben natürlich für uns auf dem Laufenden. Wenn es neue Informationen gibt von Ihnen, dann sprechen wir wieder miteinander. Vielen Dank nach Jerusalem. Wir sehen hier, liebe Zuschauer, die Bilder aus New York. Eine riesige Rauchwolke steht über Manhattan. Das ist ein Szenario, wie man sich es in den schlimmsten Albträumen nie hätte vorstellen können, wie man es allenfalls aus Hollywood-Horrorfilmen kennt. Thomas Spahn, mein Kollege aus der Parlamentsredaktion, die Sitzung des Bundessicherheitsrates hat begonnen vor etwa 10 Minuten. Ich habe gerade gehört, im Kanzleramt herrscht Sicherheitsstufe 1. Die Gitter vor dem Kanzleramt wurden hochgelassen. Zunächst einmal zum Verständnis, der Sicherheitsrat, der Bundessicherheitsrat tritt ja sehr, sehr selten zusammen. Wer gehört denn da überhaupt in dieses Gremium? Der Bundessicherheitsrat ist ein Verfassungsgremium, das nur in außerordentlich bedrohlichen Lagen für die innen- oder außenpolitische Sicherheit Deutschlands zusammentritt. Zum Bundessicherheitsrat gehören der jeweilig amtierende Bundeskanzler, der jeweilig amtierende Verteidigungsminister, der Innenminister, die Justizministerin in diesem Fall. Und es werden je nach Bedarf noch andere Ministerien hinzugezogen. Wenn beispielsweise Eisenbahneinrichtungen oder etwas Ähnliches attackiert werden, muss auch der Verkehrsminister gehört werden. Dieser Bundessicherheitsrat ist, wie Sie gerade sagten, ab 17 Uhr zusammengetreten. Vorher habe ich erfahren,
Jahren in einem Telefonat mit dem Auswärtigen Amt hat Bundesaußenminister Fischer mit dem Kanzler konferiert, wie man auf diese Lage zurzeit reagieren soll. Aus dem Kanzleramt heraus ist ein Dienstbefehl an Kanzleramtsminister Walter Steinmeier ergangen. Er möge sich mit dem Bundesnachrichtendienst in München zusammentun und dort Dossiers anfertigen lassen über die Gruppen, die für einen solchen Anschlag, wie wir ihn dort zu verzeichnen haben, in Betracht kommen. Man weiß ja nicht, wer hinter dem Anschlag genau steckt, aber man muss vermuten, dass es palästinensische Selbstmordattentäter waren, sodass man im Bundesnachrichtendienst, der für die deutsche Auslandsaufklärung zuständig ist und dem Bundeskanzleramt unterstellt, jetzt angewiesen hat, alle Informationen zu sammeln und entsprechend aufbereitet sofort nach Berlin weiterzusenden, damit sich die Bundesregierung ein Bild machen kann. Nach der Sitzung des Bundessicherheitsrates, so wurde mir bedeutet, die etwa eine Stunde dauert, um 18 Uhr wird der Bundeskanzler vor die Presse treten. Wir werden ganz sicherlich ihn dann auch bei uns im Programm sehen können. Er wird eine Ansprache an die deutsche Bevölkerung halten und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er dort nicht nur im Namen der Regierung sprechen wird. Denn klar ist laut Terminlage auch schon, dass um 20 Uhr im Kanzleramt geladen sind, wie sich das für einen solchen Krisenfall auch gehört, die Vertreter der Oppositionsparteien. Also Angela Merkel ist dort, die Fraktionsvorsitzenden der Parteien Friedrich Merz, Wolfgang Gerhard, Guido Westerwelle von der FDP, die Grünen werden dort sein. Und man wird dort gemeinsam besprechen, welche Position Deutschland in dieser außerordentlich schwierigen Lage für die USA übernehmen kann. Nun ist es natürlich in dieser Situation, wo man noch gar nicht genau weiß, wer hinter diesen Anschlägen steckt. Man weiß lediglich, es ist ein Anschlag auf die westliche Zivilisation, wie es in meines Wissens in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben hat. Und insofern ist auch gar nicht klar, welche Nationen und welche Institutionen möglicherweise noch betroffen sein könnten. Wissen Sie denn etwas über Sicherheitsvorkehrungen, die die Bundesregierung oder nachgeordnete Behörden für Deutschland bereits erlassen haben? Also, Sie haben es vorhin erwähnt, Berlin hier im Regierungsviertel gleicht auch einem, wie soll ich mal sagen, einem menschenleeren Viertel. Es gibt so gut wie keine Leute mehr auf der Straße. Die Bundesbehörden haben ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Die Ministerien haben die Gitter hochgelassen. Die Mannschaften sind alarmiert. Denn man weiß nicht, ob sich das, was dort in den USA geschieht, möglicherweise auch auf Deutschland oder gegen Deutschland und andere richtet. Es gibt, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, keine Flüge mehr von Deutschland in die USA. Überhaupt von ganz Europa nicht. Von ganz Europa nicht. Ich bin ganz sicher, dass die Bundeswehr in erhöhte Alarmbereitschaft ist, zumindest was die Kenntnisnahme von Bewegungen und Entwicklungen im Flugverkehr angeht und dass alle Behörden, die mit der Sicherheit zu tun haben, entsprechend in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt worden sind. Es gibt allerdings, das muss man von hier aus auch sagen, noch keine Anzeichen dafür, dass sich das, was sich dort an Schrecklichem abspielt, in irgendeiner Weise, dass das auch Deutschland direkt treffen könnte. Nun gab es natürlich vor diesem ersten Anschlag auf das World Trade Center auch, zumindest was die Öffentlichkeit erfahren hat, keine Hinweise. Und selbst wenn es vielleicht wenige Augenblicke vorher Hinweise gegeben haben sollte, recht viel früher kann es nicht gewesen sein. Denn Guido Schmidtke hat ja gerade eben erklärt, die amerikanischen Behörden, auch das amerikanische Militär, hatte keine Chance, diesen Anschlag, diesen terroristischen Anschlag auf das World Trade Center zu verhindern. Und wie gut geplant, mit welch großem Aufwand geplant diese Anschlagsserie ist, sieht man ja daran, was danach passiert ist. Diese beiden Flugzeuganschläge auf das World Trade Center in 18 Minuten Abstand. Wir haben ja öfter schon eingespielt die Bilder dieses zweiten Flugzeugaufpralls. Es war ja offenbar eine Boeing 767, eine große Passagiermaschine. Ein weiteres Flugzeug, möglicherweise ein Hubschrauber hieß es, sei auf das Pentagon gestürzt. Das Pentagon steht in Flammen. Wir haben auch die Bilder dieser riesigen Rauchsäule über dem Pentagon gesehen. Das Weiße Haus wurde evakuiert, das Parlamentsgebäude, die Wall Street. Und dann gibt es noch die Meldung aus Pennsylvania, wo ein Flugzeug abgestürzt sein soll oder möglicherweise vom Militär abgeschossen sein soll. Können Sie sich vorstellen, welche Organisation über logistische und finanzielle Mittel verfügt, eine derartige Anschlagsserie innerhalb ganz kurzer Zeit auf die Beine zu stellen? Da vermag ich Ihnen im Detail keine Antwort darauf zu geben. Das wäre eine sehr, sehr weit umfassende Spekulation. Was man aber sagen kann, auch nach Telefonaten jetzt mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Innenministerium, ist, dass man weltweit in den USA, wie man sieht, auch hier
gegen die Gefahr von Selbstmordattentätern nicht gewappnet ist. Man hat sie registriert und man muss sicher auch feststellen, dass man Israel in den letzten Monaten mit dieser neuen brutalen Form von Terrorismus ein Stück allein gelassen hat. Möglicherweise auch damit kalkuliert hat, dass es das eigene Land nicht treffen kann und dass insofern zunächst einmal eine politische Lösung für den Nahen Osten gefunden werden muss. Optisch nicht gerade der Leckerbissen, aber zweckmäßig mit ordentlich Löchern drin.